So, Drüstra nach da draußen und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA in der fünften Edition, dieses schöne Abenteuer, die Klinge der Nacht. Und ich bin froh, dass der Rerion mir nicht dazwischen gequatscht hat. Das hat er nämlich in Vampire auch schon gemacht. Ich glaube, das ist das System inzwischen. Ja. Denn er ist heute auch mit dabei, der Rerion. Der spielt nämlich Lothir von Frigorn. So, dann sage ich ja nichts mehr. Schweigegelübde. Beruhen ab jetzt. Also, das hat aber ganz lange gedauert. Ja, mit dabei außerdem Leopardin 202 als Ilva von den Eisfuchsleuten. Guten Abend zusammen. Und das mit dem Boron, das ist jetzt meine Kiste hier, ne? Ja. Mal gucken. Und der Pölle spielt uns heute Goswin Allebrecht. Hallo, ich befürchte, wir sind alle irgendeinem Gott zugeordnet. Ikayo dann dem 13. Wer weiß. Ikayo wird nämlich gespielt von Feda. Ja, 13 ist heute meine Glückszahl, habe ich so das Gefühl. Ich treffe auf 13. Also, yay! Wir werden es erleben. Ja, eigentlich sollte das in Ich DSA glaube, dann bin ich verboten doch bei sein, jedem seine Klopfzahn Attacke los. Wert auf Also. 13 zu steigern. Es müsste von 12 direkt auf 14 gehen. Oder statt die 20 als Patzer, die 13 als Patzer nehmen. Mach da mal was draus, Ulysses. So. Besser als hier Wege der irgendwas. Ja, gut. Also wir befinden uns in Aventurien, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und zwar hier ungefähr in der Bernsteinbucht im kleinen Dörfchen Friesow. Das Dörfchen ist zerstört worden. Eigentlich bis auf die Grundmauern ja nicht wirklich geschleift, aber zerstört, unbewohnbar gemacht. Wir haben im tiefsten Winter. Und trotzdem befinden sich die Helden dort, zusammen mit allerlei anderen ja, Nordländern aus der Umgebung, Glündhavener, Frigorner, Eisfuchsleute, Yetis, alle möglichen Verbündeten, die sie zusammenkratzen konnten, denn sie stellen sich einer Bedrohung entgegen, die aus dem Norden Richtung Küste sich bewegt hat, nämlich Dunkelelfen, die sogenannten Chakragar, die ja, lange Zeit ja, nur Mythen waren und jetzt sich anschaffen, an die Küste zu drängen, zu ihren unterirdischen Städten herausdrängen und ja, Aventurien sich unterwerfen wollen. Ja, da, um das zu machen, haben sie verschiedene Sachen versucht. Sie haben versucht, eine riesige Chimäre unter ihre Kontrolle zu bringen. Das hat Lothir erfolgreich verhindert, indem er die wilde Jagd gerufen hat und sich einem Dämon ausgeliefert hat. Aber was da alles passiert ist, das könnt ihr alles in den letzten Folgen sehen. Außerdem haben die Helden versucht, die Beschwörung eines Dämons zu verhindern. Das haben sie leider nicht ganz geschafft. Aber immerhin haben sie es geschafft, eine abtrünnige Chakragar, nämlich Eisblüte, zu befreien. Ihres Zeichens auch eine Himmelslichtträgerin und ein weiteres Himmelslicht auch aus dem feindlichen Lager zu entwenden. Und das heißt, sie haben jetzt alle Himmelslichter zusammen. Und wenn ihr euch fragt, was sind Himmelslichter, weil ihr das erste Mal zuschaut, das sind kleine artefaktartige Steine, die man um den Hals tragen kann und die anscheinend irgendetwas mit den Himmelswölfen zu tun haben, die in der nivesischen Kultur eine große Rolle spielen. Und das erste Himmelslicht hatten sie von einem Ho nicht von einem Hochelfen, von einem ich glaube, es war ein Firnelf, der bei dem ersten Angriff der Chakragar getötet wurde. Das haben sie ganz lange um sich herumgetragen, ohne genau zu wissen, was es macht. Und ja, erst als sie weitere von diesen merkwürdigen Artefakten gefunden haben, in Besitz von Geweihten, einem Rondra-Geweihten, einer Preios-Geweihten und einem Yeti,
Erst dann hat sich so langsam herausgestellt, dass das, dass diese Artefakte, je mehr sie werden, desto stärker werden sie und haben auch ein bisschen was herausgefunden über ja, die Verbundenheit mit den Himmelswölfen. Ja, und beim letzten Mal haben die, die Helden halt Eisblüte befreit aus dem feindlichen Lager, haben auch die Eissegler der Dunkelelfen unschädlich gemacht, kaputt gemacht und großes Chaos im Lager gestiftet und sind dann aber zurückgekehrt Richtung Friesow und sind dort jetzt angekommen und ja, mehr oder weniger mit den Nerven am Ende, zumindest einige von euch. Und beim letzten Mal am Ende musste die Hochgeweihte der Spraios Quenya musste eine Rede halten, um die Morale wieder etwas hoch zu tiefen. Und ja, ebenso Wiegbald von Baliho, der Rondra-Geweihte, ja, taten ihr Bestes, um die angekommenen Helden, die gesehen haben, mit was sie denn da konfrontiert werden würden, etwas wieder aufzurichten. Ja. Man erwartet den Angriff der Chakragar relativ bald. Allerdings habt ihr ja die Eissegler zerstört. Das heißt, den Feind wahrscheinlich massiv verlangsamt. Und ja, ich habe euch beim letzten Mal ja gesagt, dass ihr euch alle hochheilen könnt und auch die Astralenergie auffüllen könnt, dass ihr wieder bei vollem Status seid. Und das hat auch seinen Grund, weil ja Tag ein und Tag aus, also mehrere Tage vergehen, ohne dass Angriffe passieren. Nichts tut sich im Norden auf dem Eis. Und langsam würden die Leute schon unruhig und es werden Späher ausgeschickt, ob die feindlichen Truppen nicht vielleicht das Dorf sogar umgangen haben oder so. Ja. Währenddessen können sich unsere Helden ja noch einmal damit befassen, einen Kriegsrat zu bilden und mir erzählen, was sie denn alles dafür gemacht haben, um das Dorf für die den Ansturm einer feindlichen Armee irgendwie zu wappnen. Wie sieht denn euer Plan aus zur Verteidigung von Friesow? Ich kann ja nochmal die Karte einblenden von Friesow. Also da ist Friesow noch ganz. Es ist inzwischen etwas zerstörter. Das einzige Haus, was noch völlig intakt ist, ist der Effert-Tempel. Alle anderen Gebäude sind so gut wie unbewohnbar. Ja. Ja, an euch. Was macht ihr denn, um das Dorf irgendwie ein bisschen... Wo platziert ihr... also ihr hattet ja vor, dass man das Eis ein bisschen brüchig macht und sonstige Ideen. Ich würde das ganz gerne nochmal zusammenfassen, was ihr denn alles da geplant habt, um einen Ansturm einer Armee standzuhalten. Gerade jetzt, wo ihr wisst, mit was ihr es zu tun habt, weil ihr es gesehen habt. Also wir werden auf jeden Fall ohne Ende Deckung brauchen, denn diese ekligen Chakragar-Typen können mit Pfeil und Bogen schießen. Und sie haben fliegende Chimären, also Harpien. Das heißt, wir brauchen vor allen Dingen auch die Möglichkeit, Löschsachen bereitzustellen, wobei Schnee hilft vermutlich erstmal gegen schlimme Brände. Wir brauchen extrem viel Licht. An allen möglichen Orten muss dafür gesorgt werden, dass dauerhaft Licht herrscht. Zumindest die Möglichkeit. Ja, also zumindest in der Schlacht muss irgendwer losgeschickt werden und überall Fackeln anmachen. Ja. Ja, wir werden wahrscheinlich auch ganz vorne auf dieser kleinen vorgesetzten Halbinsel einen Spähtrupp haben, die Tag und Nacht aufs Eis schauen, in der Hoffnung, dass sie die Chakragar bemerken, bevor es zu spät ist, um dann
Leuchtfeuer oder so anzuzünden, halt ein Signalfeuer, dass wir bemerken, dass es losgeht, um sich dann über die kleine Landbrücke zurück in die Stadt zu machen. Wir werden Bäume gefällt haben, egal wie lange es dauert. Auch tiefgefrorene Bäume knicken irgendwann ein, wenn Yetis oder Fjaninger auf sie einhacken, um Barrikaden zu errichten. Wir werden das Eis vor der Küste präpariert haben, weil wir nicht vorhaben, auf dem Eis zu kämpfen. In der Hoffnung, dass sie einbrechen, bevor sie zu uns durchkommen. Und ansonsten, ja, mehrere Barrikaden hintereinander. Wahrscheinlich 1, 2, 3 Hauptwelle. Letztendlich, hinter die man zurückfallen kann. Wenn alles halt reißt, wird es halt ein sehr schmutziger Straßenkampf zwischen den Häuserruinen. Ja, genau. Und da können wir halt einfach nur irgendwie die Stadt so präparieren, dass uns halt möglichst wenig Leute in den Rücken fallen, obwohl hinter der Stadt ja die Lager sind, die auch abgesichert sind von hinten. Das haben wir nämlich gemacht, bevor wir losgefahren sind Richtung deren Lager. Mhm. Und im Endeffekt können wir nur darauf hoffen, dass wir die über diverse Barrikaden oder andere Trümmerteile, die wir hin und her geschichtet haben, so lenken können, dass wir die halt von einer Schlucht in die nächste führen, dass es halt möglichst wenig Ausweichmöglichkeiten gibt. Obwohl, wenn die dann mit ihren Spinnenviechern um die Ecke kommen, dann haben wir da natürlich auch den Kürzeren gezogen. Und das war halt, meine ich, auch der Plan, wenn die Chakragar irgendwie mit geballter Magie und sehr versuchen, das Ganze abzudunkeln, also großflächig abzudunkeln, dass die Prios-Gewalt mit das Sonnenlicht rufen, um dem entgegenzuwirken. Weil man die vermutlich damit auch blenden kann. Ziemlich gut. Wir müssen uns überlegen, wo wir den Dämon haben wollen. Wir müssen versuchen, den Dämon an einen Ort zu geleiten, wo wir die Oberhand haben. Weil wenn wir den vorne auf der Halbinsel bekämpfen und da die Bandstarala hinstellen haben, sind die danach umzingelt. Das ist also eine Scheißidee. Das bedeutet aber auch, dass wir den Dämon einen gewissen Teil ins Dorf reinlassen müssen, damit wir den festen Boden unter den Füßen haben, weil auf dem Eis werden wir nicht kämpfen, da sind wir benachteiligt. Das geht überhaupt nicht. Im Zweifelsfall auf dem Plateau vor dem Tempel. Wo war nochmal der Tempel? Moment, ich muss auf die Karte gucken. Weil der Tempel, meine ich, war ja wieder geweiht, wenn auch, glaube ich, nicht der gesamte Tempel. Aber der Altarraum Effert, war wieder geweiht. Der Effert-Schrein ist dieses dieses bunte, runde Ding im genau. Nordosten. Ja, ja, ich sehe es. Im Zweifelsfall dorthin locken. Ja, das ist ja relativ nah am Wasser. Das bedeutet, wir müssen ihn auch nicht so weit reinlassen. Bedeutet, dort werden wahrscheinlich die Prajoten und unser Rondra-geweihter Freund die Stellung halten. Und wir werden uns irgendwo da in der Nähe aufhalten müssen, weil wir sind Himmelslichtträger und die Himmelslichter machen irgendwas mit diesen Dämonen, wie wir festgestellt haben. Zumindest hat Eisblüte sehr empfindlich darauf reagiert, als halt die Dinger mal kräftiger aufgeleuchtet haben, weil wir mehrere waren. Zumindest kann ich mich dran. Das war doch so, oder? Dass Eisblüte da empfindlich darauf reagiert hat, als wir sie getroffen haben oben im Turm. Da haben die irgendwie heller geleuchtet und sie war so, geh weg. Okay. Und alles, was noch an Bernsteinvorräten da ist, wird, denke ich, jetzt in den Stunden verarbeitet, soweit das halt möglich ist. Ja. Oh. Toll. Zwar mit Sicherheit die Bandstrahler kriegen zuerst, aber das ist in Ordnung. Und? Sind ja nicht so viele. Ja. Ja, wir machen Spread the Word. Ikayo wird dafür gesorgt haben, dass jedes einzelne Kampflager genau weiß, welche Typen von dämonoiden Drecksviechern wir schon gesehen haben. Dass die Leute wissen, dass es Harpien gibt. Dass die Leute wissen, dass es riesige Spinnen gibt, die Netze ausschießen können, die auch auf dem Dach sind. Dass sie wissen, dass es auch Krabben gibt, die mit zwei Handhämmern um sich schwingen und die unglaublich schwer zu knacken sind. Das, was hatten wir noch? Wir hatten irgendwas hatten wir noch. So Goblin ist die Goblins, ja, genau. Die ziemlich flink sind. Ja. Und die alles verschluckende Dunkelheit. Bedeutet, alle Unterheeresführer, Heeresführer, Gruppenführer vergiss die Zombies diese Infos nicht bekommen haben. Ja, das ist die Zombies. Aber das ist ein Thema, über das ich nicht rede, das überlasse ich Lothar, weil da kriege ich Angst. Na toll. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, die Leute zu informieren, dass sie ihre Nachbarn wiedersehen. Mhm. Und Familienmitglieder. Ja. Und ansonsten
versuche ich mich zumindest irgendwie zu schonen und darauf vorzubereiten und nicht durchzudrehen, weil die jetzt schon einen Tag nicht gekommen sind. Also. Zumindest, wenn sie in der breiten Masse die Untoten schicken, reichen schon 2-3 Geweihte zusammen, damit die nicht mehr weiterkommen. Erstmal. Weil den Schutzsegen hat jeder Geweihte. Das kann also erstmal zumindest kurzzeitig die Untoten daran hindern, vorzudringen. Oh, ach ja. Und ich möchte mich möglichst in der Nähe von Eisblüte aufhalten, nur für den Fall, dass irgendein Bandstrahler da mal einen Jucken im Finger hat, dass man sagen kann, nein. Die gehört zu mir. Da lässt du die Finger von. Ja, abgesehen davon sind wir jetzt Schlittenbuddies, auch wenn sie davon nicht viel mitbekommen hat, weil sie ohnmächtig war. Aber na, also wir haben jetzt diese Verbindung. Ich denke, es wäre auch clever, wenn wir einen schon direkten Bereich als Lazarett eingeräumt haben, der gesichert ist und der noch einen besonderen Schutz hat. Irgendwie, weil noch ist natürlich keiner verletzt, aber damit man schnell verarztet werden kann. Wie gesagt, das einzige Gebäude, was noch intakt ist, ist der Effertschrein. Wobei im Zweifelsfall wird ja halt ein größeres Zelt reichen. Ja, ich würde das eher hinten beim Lager machen tatsächlich, weil beim Effertschrein werden wir den Dämon haben, da wollen wir keine Verletzten. Mhm. Ja, ansonsten bin ich halt überlegen, ob man irgendwie sowas wie handliche Baumklötze oder Felsbrocken hat finden können für die Jetus zum aufs Eis schmeißen, um notfalls nachzuhelfen, wenn das Ding nicht einbrechen will, wenn man sie sieht, dass man dann halt vielleicht so das Eis zum Brechen bringt und sie vielleicht versenkt. Ja, du hast bestimmt ein paar eingestürzte Häuser, also da kannst du bestimmt ein bisschen Geröll oder so finden. Ja, oder so ein ganzes Stück Fenster oder so, also so Fensterbank. Wupp. Ja. Ist ja für Yetis kein Problem. Definitiv, ja. Quasi laufende Katapulte. Ja. Wenn ihr sie dafür benutzen wollt, ja. Ja, unter anderem halt, ne? halt am Anfang. Danach sind sie die kräftige Verstärkung. Rein technisch geplant war ja, dass die Yetis die großen Chimären abfangen. Ob das so klappt, werden wir sehen. Aber theoretisch war das ja dafür vorgesehen, weil die denen direkt entgegenhalten können. Und auch bei einem Klauenhieb oder Hieb oder überhaupt nicht sofort umkippen. Ich denke, jeder Yeti wird eine kleine Eingreiftruppe zugeteilt bekommen haben. Von einem Yeti beschäftigt die Chimäre und andere hauen auf die Chimäre, bis sie sich nicht mehr bewegt. Dass wir da halt irgendwas Intelligentes haben, dass jede kleine Gruppe hat mindestens einen Yeti zugeteilt bekommen. Wir haben ja nur eine Handvoll, um sich halt dann speziell auf die Chimären vorzubereiten. 15 Yetis habt ihr. Dachse. Ja. Dachse. Pelze. Wobei, natürlich die denk dran, anderen, dass die Gegner haben auch Yetis. Ja, genau. Das war nämlich gerade der Punkt. Ja. Weil sehe ich hin, wie viele nach den Eisigeln noch da sind. Wer weiß. Vielleicht schmeißen die dann mit Eisigeln. Oh, bitte nicht. Das wären unfassbar geile Katapultgeschosse. Eisigeln, die ihnen aus den Körpern wachsen. Oh! Wer weiß. Wir haben die ultimativen Gegner erschaffen. Gute Idee, schreib mir das mal auf. Wenn die anfangen mit Eisigeln zu bewerfen, da finden wir einfach Baseball. Es gibt Iman. Also es funktioniert ja, so, genau. So ähnlich. Auch mit so einem Schläger. Ja. Eisiman, ja, habt ihr ja schon gesehen, irgendwie am Anfang des Abenteuers. Ja. Ich finde, wir sollten auch gucken, also Barrikaden bin ich voll dabei, aber ich würde gucken, ob man die so präparieren kann, dass die schon halten, aber auch eine Art, ich sag mal, Sollbruchstelle haben, die schmal ist. Dass die relativ verstärkt sind, aber an einer Stelle nicht so sehr. Und wenn sie da durchbrechen, dann haben wir nämlich die auf eine relativ schmale Stelle zusammengefärscht, wo sie nicht mit der vollen Breite durchkommen. Und die werden sich auf so eine kleine Stelle stürzen. Und dann haben wir die vollen Flanken, um da anzugreifen. Ich gebe zu bedenken, dass ihr keine Burg habt oder so. Ne? Das sind
Ja, ja. Was, wir haben keine Burg, wir hatten einen Tag Zeit, hallo. Ja, ja, mindestens eine Schneeburg, so. Ach, das wäre jetzt wieder ein Fall für einen Elementaristen. Jim? Also ihr könnt natürlich Barrikaden in den Straßen machen oder ihr könnt auch einen kleinen Wall oder sowas um das Dorf herumziehen, aber um da jetzt einen Massenansturm an Gegnern irgendwie aufzuhalten und in eine Richtung zu lenken, dafür fehlt euch A, die Zeit und B, das Material. Ja, das Schöne ist, dass die Chakragar ja so unglaublich ungerne in Frontalangriffe gehen. Die sind ja eher so die kleinen Assassinen, die aus dem Hintergrund kommen. Die meisten. Bedeutet, wir werden uns auf sehr viel Geplänkel einstellen müssen. Die werden wahrscheinlich versuchen, schnell zu sein, aus den Schatten zu kommen und anzugreifen und dann wieder abzuhauen und sich neu zu sortieren. Was vielleicht auch so Sinn gemacht hat, wenn Wiegbald dafür Zeit hatte, war eine kurze Rüstungskunde. Die tragen Plattenpanzer. Wo sind die Schwachstellen bei einem Plattenpanzer, die man vielleicht noch erwischen kann? Also wo was aufgesetzt ist oder wo er nicht so stark ist, irgendwo unter dem Arm oder an den Gelenken, so wie es normalerweise wäre. Mhm. Das würde vielleicht noch Sinn machen. Weil die meisten dürften nicht so gut sein, durch ein geschlossenes Visier schießen oder stechen zu können. Die meisten können überhaupt nicht kämpfen, die er genau da hat. Genau. Das sind alles einfache Leute. Ich glaube, man sollte dann doch eher gucken, dass er vielleicht mal noch ein paar Hiebe und Manöver oder so zeigt. Genau. Also, dass er jetzt, also, ja, da ist die 1,5 Zentimeter dicke Stelle, wo ihr genau hinhaut. Also ihr habt ja auch genau 100 Eisfuchsleute, also ihr habt die Fjaniger, die sind wohl sehr kampferprobt, allerdings sind unter den 100 Eisfuchsleuten auch Kinder, Alte und Frauen dabei. Also ja. Da ist ja der ganze Stamm mitgekommen. Was soll das denn heißen? Fjaniger Frauen können auch zuhauen. Die Kinder auch. Ich würde sogar behaupten, Fjaniger Frauen hauen härter zu als ich. Müsst ihr wissen. Ja, und was mir gerade noch einfällt aus persönlicher Erfahrung, alle Leute, die irgendwas von Heilung verstehen, werden mal in einem kleinen Meeting versammelt, sodass die untereinander ausklamüsern, wie sie denn so ein sogenanntes Lazarett unter sich, ob sie das wollen oder nicht und wer denn da die Leitung hat. Weil sonst gibt das ein heilloses Durcheinander. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, da würde ich vermutlich. Ja. Ja. Als Leiterin des Lazaretts. Das überlasse ich den Heilern. Das machen die gut unter sich aus. Ich bin kein Heiler. Ich bin wahrscheinlich eher so jemand. Also, ich wäre zum Beispiel ein sehr guter Plänkler und Botenläufer mit Ikayu, dass ich halt reinspringe, wenn andere Leute die Nacht zurückhalten, um Leute rauszuholen oder halt von irgendwo nochmal mit draufzuhauen. Oder halt Botengänge zu machen. Also, um zwischen den Truppen zu kommunizieren. Was man auf jeden Fall noch machen kann, ist dann noch mal ein paar Einheiten versuchen, weil Bogen schießen, da wird sich Loti auf jeden Fall drum kümmern, also Bogenschützen zurechtsetzen, ein paar können es ja schon. Wir haben noch ein paar Wesen vor allen Dingen. Ja. Aber bei den Fjarnigern sind halt Bögen, meine ich, auch nicht verbreitet, die machen halt eher Speerwerfen. Mhm. Was auf kurze Distanz richtig brutal ist und vermutlich auch einen Plattenpanzer durchstößt. Aber gerade die Schützen, weil man dafür nicht unbedingt extrem viel Kraft braucht. Das heißt, das können auch theoretisch Ältere machen, sofern die nicht arthritische Finger oder Gicht haben. Aber da wird sich auf jeden Fall Lotte drum kümmern. Und gerade wenn die Zeit noch ein bisschen verstreicht, dass man dann noch ein bisschen Zielschießen machen kann. Das heißt, irgendwo auf einer Hausecke was aufmalen und schießen üben. Weißt du, wie viele Pfeile das kostet? Ich sage ja nicht auf Stein, auf Holz. Pfeile herstellen, gutes Thema. Apropos, wie viele meiner Steine kann ich mit Bernstein überziehen in einem Tag für meine Schleuder? In einem Tag? Ja, bei denen kann man ja schmelzen. Also, weiß ja nicht, warte mal. Weil es gibt ja bestimmt Bernsteinreste, wenn jetzt hier Bernsteinwaffen irgendwo hergestellt werden, dann werde ich die Reste nehmen und die mal... Mhm. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Ja, mach doch mal eine Probe auf Steinbearbeitung. Ach du Scheiße. Okay. Das wäre, glaube ich, eher Ilvers Ding. Will mir jemand helfen? Wenn es jemand könnte. Außer Ilva, glaube ich.
Also wie, ihr habt keine Steinbearbeitung gesteigert? Siehste, und du hast die doofen EP für Alk und Seele ausgegeben. Ja, nee, kannst du knicken. Auf keinen Fall. Ja. Krieg ich nicht hin. So, 2, 3. Okay. Ich schreib mir mal 2 auf. Ich würde die beiden Geweihten des Sonnengottes und der Kriegsgöttin vielleicht auch noch mal um Rat fragen, ob sie noch einen Tipp haben, was wir machen könnten. So, die sind ganz gut damit beschäftigt, die Leute zu trainieren und die Moral hochzuhalten. Also, das läuft schon alles. Ja. Oh ja. Ansprachen halten. So ungern Wiegbald das zugibt, aber so richtig Kampferfahrung hat er nicht. Naja, die meisten Rohonra-Geweihten mittlerweile haben ganz, ganz viel Erfahrung und sind Veteranen oder quasi gar keine. Mhm. Also er hat klar, hat er schon gekämpft oder so, aber jetzt, er hat noch nie so ein Dorf verteidigt, was nicht, ja, also er hat halt, wenn dann ein Fort oder sowas verteidigt oder eine Burg oder hat eine offene Feldschlacht gekämpft oder so. Nach den schönen Regeln, die hier nicht gelten. Ja, genau. Leider. Auch wenn er das vor allen anderen nie zugeben würde, aber wenn Goswin ihn da unter 4 Augen fragt, dann... Ich habe da ein Problem. Ja, was macht Goswin denn mit der Information, die er am Ende des letzten Streams bekommen hat? Spielt das noch eine Rolle oder nicht? Das muss ich mir jetzt gut überlegen. ja, ich glaube, das wird eine Rolle spielen. Ich glaube, an einem der Abende, wenn alles erledigt ist und die müden Knochen langsam zur Ruhe gebettet werden, da werden wir ja wahrscheinlich dann auch uns in unser Zelt zurück. Wie sind wir denn da jetzt untergebracht? Wie machen wir das? Also, ich meine, Ikai und ich haben ja ein eigenes Zelt, aber schlaft ihr da auch drin? Wenn das groß genug ist. Ja, also ich glaube, ihr Silva wird bei ihren Eisfuchsleuten im Bosszelt schlafen, ne? Ist die Frage, wo ist Lothir? Dann vermutlich bei Nirala. Käse. Gute Wahl. Ja, ne? Der quartiert sich doch nicht im Ehezelt direkt so, also am besten so dazwischen. Hast dann bald dein eigenes Ehezelt. Gute Nacht, Ikayu. Nacht, John Boy. Ja. Auch so dazwischen. Ja. Gute Nacht, Liska. ja, so. Genau. Muss mal irgendwann einen Charakter spielen, der John Boy heißt. So ein Trapper. Aus dem Zelt. Ja, also dann abends, wenn wir uns schlafen legen, werden wir wahrscheinlich das Licht ausmachen und ich werde noch ein bisschen wach liegen. So, Viertelstunde, halbe Stunde. Selbst wenn ihr das Licht ausmacht, leicht glimmt das Himmelslicht sowohl um deinen Hals als auch um Ikaios Hals immer noch vor sich hin. Wir werden nie wieder schlafen können. Wir haben immer ein Nachtlicht dabei. Stell dir vor, das ist praktisch. Ja. OT, mache ich mir gerade Sorgen um Radioaktivität. Ja, wenn es schon UFOs gibt in der gorischen Wüste, ne, dann was? Echt. Okay, ja. Ja, auf jeden Fall. Igaio wird merken, dass ich nicht richtig schlafen kann. Ich drehe mich von links nach rechts und wieder nach links. Und Igaio? Ja? Kannst du mir was versprechen? Igaio,
dreht sich mal zu dir um, stützt sich auf eine Seite auf. Keine Ahnung, was denn? Das ist echt wichtig. Sollte sich abzeichnen, dass wir hier verlieren. Kannst du dich bitte zurückziehen und die Beine in die Hand nehmen? Ach. Warum? Ihr seid meine Familie und... Und dann so ich habe mich, hab mich jetzt einmal dafür entschieden, nicht abzuhauen und hier zu bleiben. Und jetzt kommst du mir damit. Ja, wie soll ich das sagen? Du bist nicht mehr alleine. Präzisier das bitte, das klingt ja sehr zweideutig. Naja, also wir sind nicht mehr alleine. Und ich fasse so ganz unbeholfen auf den Bauch. Naja, du würdest nicht nur dich retten. Oh. Das ist unfair. Wieso weißt du das vor mir? Ich halte das Himmelslicht hoch. Was soll ich tun? Ich gucke das Himmelslicht böse an. Ich verstehe nicht. Das ist die Superkraft des Himmelslichts. Das ist der aventurische Schwangerschaftstest. Naja, immerhin, wenn wir hier rauskommen, habe ich dann ein Auskommen. Naja, also, ja, wie soll ich das erklären? Durch das Himmelslicht kann ich ja so die Aura, die Lebenskraft von Leuten sehen. Und naja, kann ein bisschen besser verstehen, wie es ihnen geht. Kann vor allem, naja, vor allem habe ich, als ich dich angeschaut habe, eben nicht nur dich gesehen. Oh Mann. Sie legt ihre Hand mal auf deine, auf ihrem Bauch. Verlangst ganz schön viel von mir. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Götter gerne alle bei dieser Schlacht dabei wären. Also eben auch Perrine und Zar und Travia. Also wenn man sich das ganz romantisch anguckt, passt das echt gut. Ja, wenn man es sich romantisch anguckt, passt das vielleicht sogar bei den Himmelswölfen. Wow.
Na gut. Aber versprich mir dann bitte auch was. Überlebe. Irgendwie. Schließen wir jetzt gerade den Pakt zum Feigesein? Ja, ich glaube, so nennt man das. Aber ich wäre lieber mit dir ein Feigling oder zu dritt ein Feigling als tot oder versklavt. Ich hoffe ernsthaft, dass das nicht nötig sein wird. Ich auch. Ich bin so oft weggelaufen, aber wenn ich jetzt wirklich... Das wäre die schwerste Entscheidung meines Lebens. Und ich dachte, ich hätte schon die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen, aber... So kann man sich irren. Verrat's nicht den anderen, okay? Ich weiß nichts. Sie würden sonst dumme Dinge tun. Und sie müssen sich auf was anderes konzentrieren. Es reicht, wenn wir beide uns Sorgen darum machen. Okay. Dann kuschelt sie sich an dich und macht die Augen zu. Mir wird man ansehen am nächsten Morgen, dass ich so gut wie gar nicht geschlafen habe. Ja, da geht's dir wie vielen anderen im Lager. Die erste Nacht, nachdem ihr angekommen wart, war noch relativ normal. Die zweite war schon geprägt dadurch, dass ja, es nur einen sehr schwachen Mond gab. Und seit der dritten Nacht jetzt ist es so, dass irgendwie ja, es gab sogar kurzzeitig Alarm am Anfang der Nacht. Aber es hat sich nur so eine merkwürdige Schwärze an den Horizont geheftet. Das hielt den ganzen Tag über an. Und die Nacht. Und den nächsten Tag. Und wenn du jetzt wieder aufstehst morgens, siehst du neben den Nachbarzelten treten auch Männer und Frauen aus dem Zelteingang heraus, mit auch ja, tief in den ins Gesicht eingegrabenen Blick. Sehen alle sehr übernächtigt aus. Es wird überall zwischen den Zelten irgendwie an den Feuern wird irgendwie erzählt, sich gefragt, wann geht's denn los? Was soll das mit der Schwärze da?
Irgendwann gestern haben die Wesen beschlossen, ein paar Kundschafter vorzuschicken, aber die sind nicht wiedergekommen. Überraschung, die wollen uns Angst machen. Die wollen genau das erreichen. Dass wir nicht ausgebrochen sind. Wenn du dich so umsiehst, scheint es zu wirken. In den Knochen von vielen Leuten scheint sich so eine Art, ja, Unmut breit zu machen, eine Art, ja, Angst oder Verzweiflung hochzukommen. Und irgendwie fühlt sich das auch bei Lothir, Ilva, Goswin und Ikaio so an, als ob irgendwas durch die Glieder kriecht. Die Messen und Gottesdienste, die von den Geweihten gehalten werden am Effertschrein, sind gut besucht wie nie in diesen Tagen. Alle versuchen und kleben an den Worten, jedes einzelne Wort der Geweihten wird aufgesogen. Es ist immer dieselbe Motivationsrede in abgewandelter Form. Die Götter stehen uns bei. Rondra, Prios, Effert, Fex und die anderen sind mit uns. Aber immer mehr, also gerade jetzt an diesem Tag, diesem Morgen, sieht man immer mehr Kopfschütteln in den Leuten, die da so zuhören. Wir müssen etwas tun. Irgendwie müssen wir die Moral heben, sonst wird es bald zu Streitigkeiten innerhalb der Gruppen kommen. Lothir kann... Entschuldigung, sag ruhig zurück. Hier sind zu viele unterschiedliche Geschöpfe auf einem Haufen, dass das noch lange gut geht. Am letzten Tag ist es auch nicht wirklich wieder hell geworden. Die Dunkelheit am Horizont hängt immer noch wie eine Wolke auf dem Eis. Aber generell hat sich die Sonne kaum über diese Wolke hinübergeschoben. Nur einzelne kleine Sonnenstrahlen, die wenig Licht gebracht haben. Das hat nochmal den Rest gegeben. Wahrscheinlich. Und Lothir kann mal eine Heilkunde-Seele-Probe machen. Warte, das Heilkunde-Seele. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wo ging denn das drauf? Intuition, Charisma, Konsti. Okay. Das sind 3 QS. 3 QS. Ja. Ja, mit 3 QS merkst du, dass hier auch noch mehr vonstatten ist als einfach nur diese Angst vor der Schlacht und noch mehr vonstatten geht als einfach nur diese Dunkelheit, die am Horizont liegt und die Sonne, die sich nicht wirklich über den Horizont traut. Einige fragen nach bei der als Quenya predigt irgendwie, warum sich der Herr Prios nicht traut, hinter der Nacht hervorzukommen. Und es sind Zweifel, die irgendwie gesät werden zwischen den Leuten. Und Lothir ist sich fast sicher, dass diese Zweifel nicht nur auf natürlichem Wege zustande kommen. Ich würde dann die anderen mal suchen gehen. Ja, wahrscheinlich werden die sich alle auch irgendwie bei dem Gottesdienst oder beim... Mit nachdenklichem Gesichtsausdruck. Ich spiele mit Liska. Ja, sogar den Hund. Man merkt dem an, dass er nicht, also nicht wirklich zum Spielen aufgelegt ist. Er tollt sonst immer herum oder so, aber er ist merkwürdig schlapp und unmotiviert. Dann bin ich besorgt um Liska. Hey. Merkt man auch den anderen Nutztieren an, die ihr hier habt. Andere Schlittenhunde oder Pferde oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir haben ein echtes Problem. Welches von den vielen? Ich kann mich irren, aber ich fürchte, das tue ich nicht. Was
hier wie erstmal nur Zermürbung aussieht. Ich glaube, dass die unter ihnen, die den 13. anrufen können, das gemeinschaftlich tun. Namenlose Zweifel säen. Und was macht man dagegen? Wirft mal einen Blick zum Tempel. So laut es geht, dagegen schreien. Wir müssen nur, das bedeutet, im schlimmsten Falle müssen die mächtigsten Geweihten, also Wiegbald und Quenya mit Sicherheit, einen Großteil ihrer von den Göttern gegebenen Kraft vielleicht dafür aufwenden. Wie sieht es mit dir aus? Kannst du die nicht begleiten? Ich kann mitbeten, aber tatsächlich ist verfügt Ifir nicht über die Stimmgewalt von Praios und Rondra. Über keinerlei Bandsprüche. Aber jeder aufrechte Gläubige kann in einem Gebet einstimmen. Und je mehr Stimmen beten, je mehr Kehlen sich zum Himmel richten, desto stärker wird die gesamte Wirkung. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Gottesdienst mit allen, die an die Zwölfe glauben. Allen. Also ohne Fjarninger. Von mir. Oder an die Wesen. Die Fjarninger können zu Frunu brüllen. Die Fjarninger können zu Frunu brüllen, die Nivesen zu den Himmelswölfen. Aber dass jeder laut hinaus brüllt, dass man keine Angst hat, sich nicht einschüchtern lässt. Ich denke, das würde helfen. So oder so, wir müssen etwas unternehmen. Ich denke, der Zeitpunkt wird bald kommen, wo sie angreifen. Und wir werden schwächer. Ja, man sieht es schon buchstäblich, wenn die Fackeln oder Feuer angezündet werden. Die Feuer scheinen kaum noch in einem größeren Radius. Die Kochstellen spenden kaum noch Licht. Die Laterne, die ihr im Zelt habt, musste man jetzt irgendwie schon sehr, sehr hoch drehen, damit sie das Zelt noch beleuchtet. Es ist alles, als würde das Licht ein bisschen dumpfer überall. Ich denke, wir sollten mit den anderen Geweihten reden. Und vielleicht hat, ich weiß nicht, ob Wiegbald sowas kann, aber die durchdringende Stimme Rondas, dass ihn jeder im Dorf hört. Vielleicht kann er so etwas. Damit wir jeden zusammenrufen können, da wo er gerade steht. Dass alle Bescheid wissen und alle zum selben Zeitpunkt beten. Völlig egal, wer es jetzt hört. Die Himmelswölfe, Frunu. Sag bitte nicht völlig egal, wer es hört. Oh, vielleicht sogar doch. Mit so grimmigen Gesichtsausdruck. Ikayo guckt sich ein bisschen ängstlich um. Jetzt hat sie doppelt so viel Angst vor dem Namenlosen. Yay! Angst, die Angst ist an sich etwas Gutes, weil sie einen davon abhält, übermütig zu werden, aber sie darf uns nicht lähmen. Und genau darum geht es. Besiegt, wenn man die Angst besiegt, kann die Finsternis einem nichts mehr anhaben. Dann trommeln wir alle zusammen, bis auf die Wachen.
Die können auf ihrem Platz ja selber bieten. Gut. Ich gehe da mal rüber. Ja, macht er auch. Mhm. Was machst du denn da? Ich würde mal Quenya und Wiegbald also mich den beiden mal nähern, so quasi hier geweihte Köpfe zusammenstecken. Mhm. Hört mal, ihr seid darin bestimmt wissender als ich, aber ich habe das Gefühl, hier ist mehr als normale Verzweiflung am Werk. Quenya nickt. Wir wissen, dass einige von ihnen, wir wissen nur nicht, wie viele, mit dem 13. im Bunde sind. Und das fühlt sich für mich sehr nach namenlosen Zweifeln an. Und auch wenn das vielleicht was anmaßend klingt, aber ich glaube, wir sollten ein Zeichen setzen. Alle Geweihten sollten zusammen ein Gebet hinausschmettern in den Himmel nach Alvaran. Wieder die Finsternis und die Dunkelheit. Und jeder Einzelne in diesem Dorf, in diesem Dorffest, jeder Einzelne hat etwas verloren, einen Verlust erlitten. Und jeder Einzelne soll seine Wut darüber in das Gebet einfließen lassen, auf das jede einzelne Kehle gehört wird. Du planst, dass wir ein göttliches Zeichen heraufbeschwören? Ein Zeichen, wieder die Finsternis und den Dunkelsinn. Das ist durchaus möglich. Bis jetzt habe ich es meinen Leuten untersagt, ein solches Zeichen heraufzubeschwören, damit wir unsere Kräfte sammeln. Ich weiß. Die Frage ist, wenn wir nichts tun, haben wir eine Armee, die, er blickt mal zu Wiegbald, keine Motivation besitzt. Ja, Wiegbald sitzt irgendwie nachdenklicher Miene irgendwie mit den also sitzt ziemlich tief auf so einem Sitzkissen oder sowas, was da im Zelt steht. Mhm. Hat die Arme so auf die Knie gelegt. Und schaut sehr nachdenklich die ganze Zeit in das, unglücklich vor sich hin glimmende Feuer, was im Zelt ist. Andernfalls haben wir eine schlagkräftige Streitmacht, aber erschöpfte Geweihte. Ja. Das ist geschickt. Wir wollten uns die Kraft aufsparen für den Schlag gegen den Dämon. Vielleicht muss nicht alles verbraucht werden. Und vielleicht, wenn wir alle gemeinschaftlich sind mit 100, 150 Mitbetern, ist es ein so großes Zeichen, dass der Dämon vielleicht selbst an Kraft schwindet. Das könnte sein. Auf das, jeden was Fall niemand können wir es uns nicht leisten, dass Leute anfangen zu desertieren oder wegzulaufen. Richtig. Und das, was uns niemand nehmen kann, egal wie tief wir sinken, ist Hoffnung. Hm. Du hast recht. Dann schlage ich vor, wir trommeln so schnell es geht alle zusammen, die auf den Platz passen. Und mit der geballten Stimme der Götteranführer sollten unsere Kehlen überall zu vernehmen sein. Ja. Vielleicht machen wir das so, dass wir die Anrufung aus dem Volk nehmen. Dass die Leute nicht denken,
Ist es dein von der Hohen Kirche gegebenes Gut, was die Geweihten dort vorbeten? Es muss irgendjemand Worte sprechen, die bei den einfachen Leuten ankommen. Es muss und soll aus ihrer Mitte kommen, damit es ihre Herzen erreicht. So weh es mir tut, aber meine Kirche ist nicht sonderlich angesehen bei den normalen Leuten von der Straße. Es schmerzt mich, das sagen zu müssen. Naja, die Glündhavener werden mitmachen, aber ich glaube, die anderen... Der Weg nach Glündhaven war vielen schon zu weit, aber so ist der Norden nun mal. Blick mal zu Wiegbald. Ich denke, ich erreiche sie mit Worten von Kampf und Mut und Rondras Streitwagen ebenso wenig wie jemand, der das Will, die große Wille des Praios für sich predigt. Ist nicht das, was wir brauchen. Eine Stimme des Volkes. Eine Stimme des Volkes, die sich emporschwingt, mit Rondras Streitwagen zur Sonne des Praios fliegt und sie entzündet. Die Himmelslichtjäger. Schönes Bild. Einer aus jedem Volk, sozusagen. So habe ich das noch nie gesehen. Sogar aus jeder Glaubensrichtung, wenn man so will. Und auch wenn das vielleicht nicht der Norm entspricht, aber wir können jede Hilfe gebrauchen, auch von den Himmelswölfen. Ich denke schon. Dann bereitet ihr alles vor. Ich trommel die anderen zusammen. Okay. Dann gehe ich mal wieder auf die Suche. Ja, das Zusammentrommeln soll dir wohl gelingen, dass... Leute, ich habe eine tolle Idee. Die Sache ist ja auch so, es gibt inzwischen nicht sonderlich viel zu tun. Es ist halt dieses Abwarten und es ist eigentlich alles gemacht. Und kommt doch mal alle her. Leute lassen sich wohl gut darauf ein, wenn du irgendwas an Aktion bietest. Ja, Loti wird dann auch durchs Dorf laufen. Kommt, auf! Wir werden gleich dem dunklen Sinn eins über die Rübe geben. Oh ja. Einfache Worte, hat er gesagt. Kommt schon, nicht so träge, das geht schneller. Los. Ja, wie gesagt, das soll dir gelingen, dass du die Leute da versammelst. Jetzt kommt der schwierige Teil. Wie kriege ich die Kaju überredet? Ja, ich bin auf jeden Fall mit unter den Leuten, ja. Ikayu! Er grinst. Lothar grinst ein bisschen schelmisch. Ich habe gerade ein
ganz merkwürdiges Flashback von genau diesem Grinsen, das in einer Höhle auf mich und Gosmin zukommt und sagt, ich habe eine tolle Idee. Ich gucke, ich drehe mich so zu Gosmin um, der neben mir steht. Habe ich nicht recht? Ja, ich fühle mich auch ein bisschen erinnert. Was hast du vor, Lothier? Aber es war doch eine tolle Idee. Ja. Lothier hat so ein richtig freundliches Bärenlächeln. Das ist so richtig so. Passt mal auf. Das ist bereits bekannt. Mir ist da was eingefallen mit diesem Vertreiben des Dunkelsinns. Auch das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, Moment. Wir haben schon geheiratet. Finde ich großartig. Aber jetzt geht es um etwas Größeres und der wird wieder ernst. Ich habe mit Wiegbald und Quenya gesprochen. Sie glauben, dass sie finden den Einfall einer gemeinsamen großen, ich nenne es mal Liturgie, der Mangelung eines besseren Wortes, für gut, glauben aber, dass ihre Anrufungen nicht das Richtige wären, um die Leute zu bewegen, weil es die Obrigkeit darstellt, die er macht so Gänsefüßchen, keine Sorgen haben, denen es immer gut gegangen ist und die kaum bis keine Verluste erlitten haben. Was wir brauchen, sind Stimmen, die das Leid erfahren haben, die das Leid gesehen haben und die aus ihrer Mitte kommen. Ihr sollt das Gebet einleiten. Die Himmelslichtjäger, alle. Alle, die ein Himmelslicht tragen. Dir ist schon klar, dass wir nicht unbedingt aus der Mitte kommen, oder? Ich meine, ich bin Akademiker. Ehemaliger Schmuggler? Ilva ist Oberboss. Noch besser geht es gar nicht. Aus verschiedenen Gegenden, zum Teil mit ganz verschiedenen Glaubensvorstellungen, ganz verschiedenen Leben. Ihr wurdet alle in diese Gemeinschaft hineingesetzt, gegangen, vielleicht auch gedrängt zum Teil. Keiner von euch wollte heute hier sein, wenn er das vorher gewusst hätte. Keiner will an einer Schlacht teilnehmen. Außer vielleicht ein Rondra-Geweihter. Der sieht mir nicht so aus, als hätte der da Lust drauf. Aber ihr seid es. Ihr seid die vom Schicksal Auserwählten. Durch das, was ihr um den Hals tragt. Die Himmelslichtjäger sind wir. Wir vier. Okay, Eisblüte mittlerweile mit dazu, aber... Ich trage kein Himmelslicht, aber ich werde bei euch sein. Das ist ein bisschen mies, ey. Jetzt wird der Spezialist für Beten und jetzt will der uns vorschicken hier. Ja, hallo? Ehrlich, oder? Wobei, das ist ja gerade der Plan. Genau. Ihr unterscheidet euch nicht von den anderen, weil ihr nicht geweiht seid. Viele denken, die Zuversicht, die Geweihte haben, kommt von selbst, beziehungsweise weil sie von den Göttern gesandt ist. Vielleicht stimmt das sogar. Aber deswegen müsst ihr es sein. Vielleicht könnt ihr so die Himmelslichter auch verbinden, wenn ihr euch alle darauf konzentriert, dass ihr sagt, nein, ihr stampft mit dem Fuß auf. Wir haben keine Angst und wir lassen uns nicht einschüchtern und die Dunkelheit kann uns nichts anhaben. Und wenn die Leute in eure Gesichter sehen, sie sehen, dass ihr Angst habt, sie sehen, dass ihr am Ende seid, dass ihr verzweifelt seid und trotzdem geschlossen dasteht. Für ein gemeinsames Ziel. Für den Norden und das, wo zumindest einer noch nicht mal von hier kommt.
auch wenn Goswin jetzt ein Kind des Nordens ist. Er ist mittlerweile Teil des Nordens. Ja. Deswegen, also er fasst quasi so Goswin, Ikai und Ilfa so um die Schultern. Deswegen müsst ihr es sein. Pass auf. Ich mache das unter einer Bedingung. Du hörst verdammt noch mal eins auf zu sagen, ich würde nicht aus dem Norden kommen. Echt? Ich raste aus. Du bist ein Kind des Nordens, mein Lieber. Aber die Schneetaufe lassen wir lieber noch. 90% der gesamten Bevölkerung dieses ganzen Kontinents wohnt südlich von Lovan, ja? 90%! Lothi schmunzelt so. Nur weil du nicht weißt, was Prozent heißt. Er fängt jetzt an, breit zu grinsen. Er packt so Oswin an beide Schultern, so einen ganz kräftigen Druck auf beide Schultern. Und genau darum habe ich dich so gern. Und Liska auch. Die mag mich, weil ich sie immer gut. Ja, ich bin dabei. Ich hasse es, vor Menschenmassen zu reden. Also ist die Kaio auch dabei. Das könnt ihr mir nicht antun. Ihr habt mich schon gezwungen, zu sprechen. Sag auch mal was, Ilva. Was denn? Ach komm, wir machen das jetzt. Ist so? Wenn das hilft, dann machen wir das jetzt. Dann ziehen wir das jetzt durch. So ein breites Grinsen wird auf dem Gesicht. Die Anführerin spricht. So, außerdem ist das hier eh alles nochmal eine super Prüfung. Also, komm, der Fruno, der lacht sich doch kaputt hier über uns. Dass wir uns von so ein bisschen abgefunzelten Fackeln da... Also, komm, jetzt Ikayo, mitkommen. Wir ziehen das jetzt durch. Und wir trammeln alle zusammen und dann machen wir das jetzt. Die sollen uns mal kommen. Wir sind jetzt hier nicht so weit gekommen, dass wir uns jetzt von dem Fatzke, der sich noch nicht mal hierher traut, sondern da hinten irgendwie seine Funzel dunkel macht und jetzt meint, er kann uns damit einschüchtern. Also ja, nicht spart ihr das, mit Fjandingern. Sag das gleich vor den anderen. Dann muss ich vielleicht nicht. Pah! Du weißt ja immer ganz andere Sachen zu sagen als ich. Ich sag ja immer, Leute, seid mutig und seid stark und ihr kriegt das hin. Und du sagst dann immer so Sachen... Warum wir, also, das machst du gleich. Ich kann das auch nicht sagen, was du sagen kannst. Deswegen trägst du auch die Krone des Anführers und ich klopfe so auf den Rücken. Oh Gott, ich bin so froh, dass du da bist. Und deswegen trägst du das Liska-Licht. Nein, tue ich gar nicht. Welches Licht? Es scheint durch deinen Kragen. Und du, klopft Goswin so auf die Schulter, du bist ja so wie... Vorsichtig natürlich, ich kenne dich doch mittlerweile, ich weiß doch, dass du zerbrechlich bist. Meine Güte, nochmal. Klopft Goswin auf die Schulter und sagt, und du sagst einfach super schlaue Sachen und alle sind beeindruckt wie immer und dann glauben wir dir sofort, dass das klappt, weil du dir das ausgedacht hast. Ich versuche trotzdem mal, die Stimme des Volkes zu klingen, okay? Ich könnte ja ein paar... Naja, ich überlege mir was. Was schlau klingt. Ich sag's dir, das ist deine Stärke. Was schlau klingt, kannst du immer gut. Egal, Jo, warte mal kurz. Ja? Lothir legt jetzt, wie er es vorhin bei Oswin gemacht hat, seine Hände um deine Schultern, schaut dich an, so von oben bis unten. Ja, bei Ikayo sieht man so auf dem Gesicht, oh Gott, er hat es herausgefunden. Er kann es riechen. Jetzt ist sofort nicht so, ja. Ich könnte nicht stolzer auf meine Tochter sein. Und er umarmt dich. Ja, sie
Sie umarmt dich definitiv zurück. Sie klammert sich so ein bisschen an dich und fängt an zu heulen, was untypisch ist. Aber sie fängt an zu heulen und ja. Und jetzt... Sag doch sowas nicht, wenn ich gleich vor Leuten reden muss. Und jetzt tu, wofür du geboren wurdest. Eine Anführerin zu sein, die keine sein will. Sag das nicht, ich stolper bestimmt und steck aus Versehen den Effert-Tempel in Brand. Das macht den Braten jetzt gerade auch nicht mehr fett. Doch! Du schaffst das, Mädchen. Ich glaub ganz fest an dich. Psst. Außerdem darfst du gar kein Feuer mit in den Effert-Tempel nehmen. Dafür passe ich wohl auf. Das ist eh verboten. Wir sitzen ja sowieso vor dem Effert-Tempel. Die ganzen Leute passen da nicht rein. Guck, dann kann doch nichts passieren. Super. So, jetzt komm. Der lässt dich dann aus seiner Umarmung. Ja, ich fahre mir durch die Haare und stopfe dann hinter den anderen her und denke mir, oh Gott, was soll ich denn bloß sagen? Oh Gott! Warum? Dafür bin ich nicht gemacht. Weißt du, ich kann von mir aus einen Typen so lange bequatschen, bis er mir sein tiefstes, schwärzestes Geheimnis erfährt. Ich kann Ehemänner dafür dazu bringen, ihre Frauen zu vergessen. Ne? Kriege ich alles hin? Habe ich noch nicht wirklich gemacht, aber ich würde es hinkriegen. Ich weiß das. Ich habe die Fähigkeiten dazu. Aber von Leuten reden. Was? Ich habe eine dunkle Vergangenheit. Akzeptiere mich. Aber mittlerweile habe ich ja den Pfad des Lichts eingeschlagen. Augenscheinlich. Das Himmelslicht. Ich fürchte, den dunkelsten Teil deiner Vergangenheit habe ich selber miterlebt. Ja, ich weiß. Und trotzdem hast du mich geheiratet. Bist du bescheuert? Ja. Gut, ich glaube, das haben wir auch geklärt schon. Ja. Und ich dackel dann auf jeden Fall hinter den anderen her und ja, irgendwann greife ich Goswins Hand und lass mich von ihm so mitnehmen, so nach dem Motto, los, wir machen das jetzt. Und ich so, nein, ich will nicht. Ja, ich rede als Letzter. Ich bin echt besser, als ich dachte, darin Leute zu Dingen zu überreden, die sie nicht tun wollen. So, wenn ihr schon mal vorgeht, bleibt ein Stück zurück, sagt das so leise und schüttelt über sich selber schmunzelnd den Kopf. Ihr Finn hilft, das wird unterhaltsam. Ja, dann müssen wir die anderen noch holen, ne? Ja, dann trommeln wir die mal zusammen. Irgendwie taram, pam, 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 jetzt hier alle zusammenkommen. Wie geht's Eisblüte eigentlich im Moment? Ja, die hat sich ganz gut erholt. Ja, die kommt mit. Ihr seid ja auch ein Himmelslicht. Ich dachte, alle Himmelslichtträger müssen. Ja, alle. Also, das heißt, Fanta muss auch ran und war das jetzt Rom oder? Rom muss reden! Rom macht den Anfang! Der heizt den richtig ein, dann haben wir alle ein leichtes Spiel. Gebt mir eure Dachse. Gebt mir eure Dachse und die Pelze. Dachse, Pelze. Ich sag Pelze, ihr sagt Dachse, Pelze, Dachse, Pelze, Dachse. Ja, genau das. Oh, schön. Ja, gut. Wir versammeln ja, alle. Jetzt haben wir nebeneinander alle stehen. Wir haben da Fanta stehen, wir haben uns drei Banausen, wir haben Kronkron da stehen. Quenya, Krom. Quenya, Eisblüte, Wiegbald. Acht? Ja. Mir nicht verzählt? Ja, ja. Nee, das ist richtig. Ja, stimmt. Oswin hat das von Schmerzbringer, Ilva hat den Anführer, ich habe Liskas Licht, Eisblüte hat das von Greki, der Frau von Gorfang, Quenya,
Wiegbald, Fanta, Rom. Das war's. Und mehr weiß ich nicht. Ja, Quenya beginnt und liebe Verteidiger des Nordens, denn so werden wir geheißen werden, wenn die Schlacht geschlagen ist. Unser Gegner versucht uns hinzuhalten, uns Angst zu machen. Aber wir stehen hier vorne als Zeichen einer verbündeten Gemeinschaft, die wir hier alle sind. Das Licht des Herrn Praios habt ihr gefragt, wo es denn bleibt. Und ich sage euch, das Licht des Herrn Praios scheint nicht nur über die Scheibe am Himmel. Das Licht des Herrn Praios scheint in unser aller Herzen, wenn wir Gerechtigkeit über die bringen, die uns bedrücken. Unsere Schwerter, die nehmen wir den Norden verteidigen, werden das Licht des Praios sein. Unser Mut wird das Licht für etliche Generationen nach uns bilden, Geschichten erzählen. Blick zu Wiegbald. Ihr fragt, wo der Streitwagen der Herrin Rondra bleibt, wo Blitz und Donner diese Wolken dort hinten vertreiben. Er beugt sich runter auf so ein Fellbündel, packt das aus. Und man sieht das erste Mal, seit ihr hier angekommen seid oder seit ihr Wiegbald generell kennt, den großen Rondra-Kamm, den er bei sich getragen hat, immer eingeschlagen. Die kunstfertig geschmiedete Klinge mit den Wellen, mit der Wellenform. Packt sie ganz sorgfältig aus, hält sie demonstrativ nach oben. Die Herrin Rondra soll mich jetzt mit dem Blitz treffen, wenn ich Falsches erzähle. Aber ich sehe hier in Augen, die sich nicht beeindrucken lassen von dem da draußen. Warum? Weil ihr etwas zu verlieren habt. Weil Rondra etwas zu verlieren hat, wenn sie uns allein lässt. Quenya sagt, das Licht des Herrn Praios strahlt durch uns alle. Und ich sage, es strahlt dann, wenn wir mit Rondras Löwenmut uns gegen den Feind stellen. Es mag schwer sein, aber niemand hat behauptet, dass es einfach wird. Wir erlangen alle Ehre auf dem Schlachtfeld. Und selbst wenn wir fallen, so fallen wir für den Norden. Für unsere Kinder. Und Ahnen. Wir sind Rondras Blitz, der durch die Dunkelheit schlägt. Wir sind es. Blick zum Rom. Der guckt ein bisschen verdutzt. Rom auch hier. Dachse. Ihr viel, wir wenig, ihr uns geben meistens, aber wir trotzdem lieb sein zu euch, mit euch zusammenhauen, böse Spitzohren. Jawohl. Schaut zur Richtung Ilva.
Meine Gefährten, das hier ist eine Prüfung Frunos für uns. Er, der sich immer dadurch auszeichnet, von uns zu fordern, uns zu bewähren, unsere Kraft zu zeigen, zu beweisen, dass wir seiner Aufmerksamkeit würdig sind. Und doch wissen wir auch von Fruno, dass er uns in Dingen prüft, die wir bestehen können. Diese Herausforderung, die nun heute vor uns liegt, die können wir schaffen. Und Fruno sieht auf uns. Er ist bei uns. Er wartet darauf, dass wir uns in dieser Schlacht beweisen, dass wir zeigen, was in uns steckt, woraus wahre Fjarninger von den Eisfuchsleuten geschmiedet sind. Und alle, die sich ihnen anschließen und mit ihnen gemeinsam kämpfen. Wir können das schaffen. Und seht euch doch an, wie erbärmlich der Gegner sich hier gebärdet. Traut sich nicht mal hierher. Verdunkelt unsere Fackeln. Macht aus der Ferne unsere Herzen schwer. Versucht uns Angst einzujagen. Aber davon können wir uns nicht einschüchtern lassen. Davon dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Wer dieses Wagnis nicht auf sich nimmt, versagt in Frunos Augen. Das ist das größte Wagnis, was er jemals einem seiner Kinder auferlegt hat, was wir heute hier zusammen bestehen können, bestehen dürfen. An uns hängt die Zukunft des Nordens. Und ja, das wird schwer. Sonst wäre es keine Prüfung und keine Herausforderung. Aber es kann hier ein neuer Anfang geschehen. Wenn wir diese Flut von Gegnern abwehren können, sie in die Flucht schlagen können, retten wir so viel mehr als nur den Norden. Wir retten unsere Zukunft. Wir retten das, was kommt. Wir retten unsere Kinder, die, die nach uns kommen, die Zukunft hier im Eis. Alles wäre sonst zu Ende. Und auch hier mag es sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle anfühlen wie ein Ende, weil wir werden Leute verlieren. Das ist in jedem Kampf so. Aber wir können das schaffen. Das könnte das Ende sein. Aber es könnte so viel mehr sein für den Norden, indem wir uns vor Fruno beweisen. Manches Ende ist ein Anfang, manche Nacht das Morgengrauen. Mancher Tod bringt neues Leben und Enttäuschung mehr Vertrauen. Geht den Weg mit bis zum Ende, geht den Weg mit durch die Nacht, geht durch Tod mit und durch Sterben und dann zeigt ihm unsere Macht. Geh den Weg mit bis zum Ende, geh den Weg mit durch die Nacht, geh durch Tod mit und durch Sterben und dann zeigt ihn unsere Macht. Und schaut Goswin an. Goswin stockt, ja, was soll ich denn da jetzt noch draufsetzen? Und geht nervös auf und ab, reibt sich so das Kinn. Ich komme nicht von hier. Ich komme aus dem Süden. Im Süden sagt man, dass man im Norden nichts finden kann, außer Kargheit, Tod und Eis. Aber was ich lernen musste, als ich hierher gekommen bin, ist, dass der Norden voller Leben steckt. Ich habe hier nicht nur viele verschiedene Völker vorgefunden, viele Freundschaften geschlossen,
Ich habe hier meine Familie gefunden. Und nicht nur das. Ich musste in den Norden gehen, um die Götter zu finden. Ich bin so vielen Göttern auf meiner Reise in den Norden begegnet. Sollte ich nach Lobang zurückkehren, dann kann ich denen nur berichten, dass der Norden voller Macht ist, voller Kraft, der Kraft der Götter und der Kraft der Menschen, die hier leben und der Yetis und auch mancher Elfen. Ganz nebenbei macht es überhaupt keinen Sinn, hier Trübsal zu blasen. Wenn wir doch eigentlich motiviert kämpfen sollten, dann gewinnen wir eher. Und ich gehe genauso kinnreimend wieder zurück in die Reihe und sag ich, Kaio, mach's besser. Bitte. Gut gemacht, Sohn. Ich denke, Goswin hat recht. Ich habe ziemlich gute Ohren. Und wenn ich mich in den letzten Tagen umgehört habe, habe ich sehr oft die gleichen Worte gehört. Was soll das? Wo sind sie? Warum sind sie nicht hier? Das war sowohl auf unsere Feinde bezogen, aber bei manch anderem glaube ich auch, dass er sich etwas mehr, vielleicht Beistand erhofft hat von den Göttern. Ikayu tritt langsam vor. Sie hat die Hände über den Bauch gefaltet, schaut so leicht nach unten, guckt nur manchmal in die Menge. Eines Tages hat jeder von euch hier um ein Wunder gebeten. Vielleicht erst, als die Chakragar das erste Mal hier aufgetaucht sind. Vielleicht, als sie Glündhafen überfallen haben. Vielleicht zu anderen Gelegenheiten. Jeder von euch und auch euer Nachbar und die Leute vor euch und die Leute hinter euch, jeder hat gebeten für etwas oder jemanden, der euch hilft, euch errettet oder euch beisteht. Ich auch. Aber egal zu welchem Gott ihr gebetet habt, eure Gebete wurden erhört, weil ihr hier seid, weil eure Nachbarn da sind, weil die Leute vor euch und hinter euch da sind, weil ihr gekommen seid, um zu erretten, um zu helfen, um beizustehen.
Ich glaube, so funktioniert das. Mit Wundern. Ihr. Wir sind das Wunder für unsere Nachbarn, für uns, für den Norden. So funktioniert der Norden. So stehen wir zusammen. Und genauso wie die Wölfe im Rudel jagen. Und einander beistehen, helfen und erretten, werden wir das tun. Wir sind nicht allein. Wir haben um uns diejenigen, denen es genauso geht, die dieselbe Bitte hatten, dasselbe Gebet. Und auch dieses Gebet wurde erhört. Nicht nur von uns, sondern auch von euch. Daran halte ich fest. Daran will ich glauben. Dekayo tritt wieder zurück. Eisblüte tritt vor. Immer noch ein bisschen angeschlagen. Man sieht Verbände noch. Schaut mit ihren finsteren, dunklen Augen einmal ruhig durch die Menge, dreht ihren Blick. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich in euch allen minderwertige, abartige Wesen gesehen, verblendet. Unwürdig zu leben. So wurde ich erzogen. Nur die Starken überleben. Hoffnung, Liebe und Freundschaft und Gemeinschaft. Worte, die wir nicht kennen. Die ich gelernt habe von diesen. Sie haben mir versprochen, mich zu retten, dass ich zu ihrer Gemeinschaft dazugehöre. Und als ich am Folterbrett gespannt war, hatte ich alle Hoffnung verloren, dass sie es jemals ernst gemeint haben. Und dann kamen sie. Und ihr fühlt euch ebenso los, verlassen von euren Göttern, die ich nicht mal kenne. Ihr redet Namen, mit denen ich nichts anfangen kann, beschwört Mächte, die ich nicht kenne. Beschwört das, was ihr macht, nämlich jemanden wie mich aus der Finsternis herauszuziehen und ihm zu zeigen, dass es Licht gibt. Wenn es mit mir gelingt, dann gelingt es auch mit meinen Brüdern und Schwestern, die dort stehen, um euch Finsternis zu bringen. Sie wissen es nicht besser. Und es ist an uns hier, sie zurückzuschlagen und ihnen zu beweisen, dass hier keine unfähigen Kreaturen sind.
sondern dass Kraft in Liebe und Gemeinschaft steckt. Das ist das, wovon ich jetzt überzeugt bin. Tritt zurück. Fanta tritt vor. Schaut alle anderen an. Holt dann ihr Himmelslicht unter dem Kragen hervor. Hält es hoch. Die anderen, Benja und Wiegbald und so, tun es ihr gleich. Und dann ruft sie gen Himmel: Guaniriel, Liskariel, Grikiriel, Finjajel, Raukjol, Rokoyalkal, Runajil, Rayanyl, Licht des Gorfang, Licht der Liska, Licht der Grinspelz, Licht der Fjangrim, Licht des Rangild, Licht des Rotschweif, Licht des Rannik, Licht des Reisgram. Und alle Himmelslichter erstrahlen in glänzend weißem Licht, das sich zu einem großen Licht vereint und ja, eine Lichtsäule bildet, die in den Himmel steigt. Und die Wolken, die sich vorgeschoben haben, vor die Preios-Scheibe, vertreiben und Sonnenstrahlen durchlassen. Ein bisschen Schnee schmilzt auf eurem Podest. Und die Leute recken ihre Waffen und Knüppel und Holzforchen nach oben und brüllen ebenfalls den Namen ihrer jeweiligen Götter in den Himmel. Und stimmen in den Gesang von Ilva mit ein. Dann ebbt das Licht wieder ab. Und die Wolken ziehen sich wieder zu. Und ihr seht aber dennoch in aufgeheiterte, aufgemunterte Gesichter, dass die Leute wieder ihres Weges gehen. Sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und das Licht des Feuers scheint wieder etwas höher zu strahlen. Boah, bin ich froh, dass ich keine Geweihte bin und das nicht jeden Tag machen muss. Nuschel ich so in meinen Pelz. Falls ich das höre, knurre ich. Ach, ich könnte mich daran gewöhnen. Hör mal, du hast deine Seele Boron versprochen. Eigentlich solltest du hier die Klappe halten. Was nicht heißt, dass du in dieser Schlacht das, Recht hast, draufzugehen, ja? Du meinst, ich darf sie auch verschlafen? Wenn es dir das Leben rettet, von mir aus. Der Abend kommt schneller als gedacht. Und man merkt, dass die Stimmung deutlich aufgehellt ist im Lager. Aber dann schallen die ersten Signalhörner und die ersten Leuchtfeuer auf dem Eis gehen an. Und mit der anbrechenden Dunkelheit hat man gar nicht bemerkt, wie die schwarze Wolke näher gerückt ist. Sie kommen. Was ist jetzt zu tun? Wo werden sich Ikayo, Goswin, Ilva und Lothir aufhalten, wenn es losgeht? Also eigentlich müssten wir ja alle Himmelslichtträger zusammenbringen. Ja.
als Keil voll auf den Dämon oder so. Ja, das heißt, wir werden uns irgendwo in der Nähe des Efferts-Schreins rumtreiben. Wenn dieses Drecksvieh auftaucht, hoffe ich, dass ich meine Mutprobe bestehe und nicht direkt Persgold gebe. Wir himmelslichten den Dämon kaputt. Genau, genau, wir lasern den jetzt. Laser. Kann ich mal eben kurz den Charakter tauschen? Ich habe noch einen, die kann das richtig gut. Warum nicht? Gut, dann ist ja der, dann steht ja der zweite Plan fest, während ihr euch um den Dämon dann kümmert und den weghimmelslichtet, schießt Lothier alle platt, die versuchen, zurückzukommen. Ist perfekt. Ihr steht also auf einer Barrikade vor dem Effert-Schrein und schaut hinaus aufs Eis. Wisst da, wo die Fackeln jetzt entzündet werden, eine Flammenreihe entzündet wird, dort ist die Bruchstelle des Eises, der erste Verteidigungswall. Und ihr seht diese schwarze Wolke, die über das Eis kriecht und die erste Reihe der Fackeln und Feuer verschluckt. Ich versuche mal, mein Himmelslicht irgendwie zu aktivieren, irgendwie mich darauf einzustimmen, wünsche ich mir einfach ganz, ganz fest, ich würde durch die Wolke hindurchsehen können. Mhm. Ja. Du siehst Lebenszeichen um dich herum, aber auch in der Wolke. Mhm. Wie viele? Also wie groß ist die Wolke? Das ist eine riesen Wolkenfront, ja? Mhm. Und wie viele sehe ich von diesen Lebenszeichen? Kann ich das irgendwie überschlagen? Dutzende. Sich hunderte Dutzende. Mhm. Okay, ich versuche mal wirklich ganz, ganz schnell. Ich kann ja gut sehen. Ich habe ja eine akademische Ausbildung. versuche mal ganz, ganz schnell zu überschlagen. 2, 3, 4 Dutzend. Ja, insgesamt wahrscheinlich so 10 bis 15 Dutzend. Okay. Was? Ungefähr 150, sag ich so. Was? Lothier blickt mal auf seine Pfeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und schon geht die Moral wieder in den Keller. Das ist ein Frontalangriff! Milde Herrin, erhöre mein Flehen, verscheuche die Angst vor Tod und Vergehen, vertreib die Dämonen in Herz und Verstand, weis mir den Weg, führ meine Hand. Schwadengeflügelte, dein Wille ist mein Gebet, gib meinem Arm Kraft und führ mich auf deinem Weg. Ja, in dem Moment bricht ein Gebrüll und Geschrei los, ein hohes Sirren und Kreischen, was aus der Wolke dringt. Man hört auch das Knacken des Eises und das Brechen von Eis. Könnt nicht genau sehen, was da an eurer Säurebruchstelle passiert, weil das die Wolke ja alles eingeschlossen hat. Aber was ihr sehen könnt, ist, dass aus der Wolke heraus ein Geschwader von Harpien hervorstößt. Dann... Und tief kreischend sich in eure Richtung bewegt. Ingrim, leih mir deine Kraft. Heiliges Feuer. Mhm. Brandpfeile. Brandpfeile auf Harpien. Ja. Machen das an der Stelle vielleicht mal so, dass Lothier einen Vertretungsschuss macht für seine Bogenschützen. Ein Vertretungsschuss. Eins. Ich kann Steine schleudern. Oh. Beifügen. Ja, das sieht doch gut aus. Eine 6. Ja. Der Pfeil Hagel trifft auf die Harpien und fällt etliche von den Bogenschützen! Chimärischen Wesen und einige fallen zu Boden. Die Brandsätze, die sie getragen haben, fallen mit aufs Eis und entzünden sich. Kleinere Feuer entstehen auf dem Eis. Pfeil, Hand, brennender Pfeil. Fupp, in Hand, dem Moment Pfeil. Hört ihr nur noch ein Sirren. Deckung! Und in der Tat werfen sich alle in irgendeine Art Deckung und machen mal ein... Oh Gott, jetzt geht das los.
Jetzt sind wir bei DSA angekommen, ja. Das ist ja für mich und mein Hund würfeln. Ja, ja, genau. Machen wir mal einen Verbergenwurf. Verbergen? Mhm. Na, wo bin ich denn? Da. Mut, Intuition, Gewandtheit. Während ihr euch in die Deckung schmeißt, sind die Harpien, die durchgekommen sind durch euren Feinhagel, über dem Dorf und ihr seht hinter euch Brandsätze in Einschlagen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das chippen muss oder sollte. Mach du, ja, Kalle, sollte ich chippen. Ich würfel dann nämlich zweimal. Einmal für mich, einmal für Diska. Ich chippe die 20. Mhm. Okay. Das ist okay. Das heißt eine 20. Ja. Naja. dann bin ich noch bei 3 QS. Weißer Mantel auf weißem Grund. Ja, also Ikayu ist sowas von verborgen. Da habe ich 3 Qualitätsstufen. Jetzt gucken wir mal, was Liska macht. Pfeile fangen, hoffentlich nicht. Das sieht auch gut aus. Ja, warte, die 17 ist die zweite. Geht auf Intuition. Ja, nee, den hätte sie nicht geschafft. Da wäre sie dann 3 drüber. Tja. Dann wird es der Hund wohl nicht schaffen, rechtzeitig in Deckung zu laufen. Wie ist das mit Ilva hat gewürfelt? Der hat gewürfelt? Genau. Ja, 2 QS habe ich. Goswin hat gewürfelt. Oh, hat noch nicht gewürfelt. Da kommt Goswin. Das wird direkt geschippt. Es geht schon los. Darf gar nicht hingucken. Oh. Besser als das andere. Ja. Eine Kurs. Ja. Ja. Etliche von euch, also ihr außer Liska, schafft es alle, euch irgendwie in Deckung zu bringen. Etliche Leute reißen Schilde nach oben. Ja. Sie schafft es tatsächlich, weil sie hat die Fähigkeit verwerben. Dann schafft sie eine Qualitätsstufe. Ja, dann schafft sie das. Jetzt verbergen auch. 7. Liska hat keine Chips, Liska ist kein Held. Nein, Liska hat keine Chips, aber Liska hat verbergen 7. Ja. So, und dann hat sie eine Qualitätsstufe. Gerade noch gelesen, gut, gut. Das Fell rasiert. Gut, dann schlagen neben euch die Pfeile ein. Schwarz gefiederte, schwarzgeschaftige Pfeile, die irgendwo in den Boden oder in die Barrikaden einschlagen. Neben euch. Und als ihr wieder nach vorne schaut, ist die schwarze Wand um einiges näher gerückt und ihr merkt, dass eine Eiseskälte irgendwie von der Wand ausgeht und eine aus der schwarzen Wolke heraus sich viele kleine eisige, so ein eisiger Hauch rauskommt. So eine weitere Wolke, die aus der Wolke heraustritt und Eis und Schnee mit sich bringt. Hab ich einen Moment Zeit oder geht der Pfeilhagel sofort weiter? Du hast einen Moment Zeit. Dann würde Lothian Windeseile zu Goswin rennen, also die paar Meter überbrücken, seinen Mantel von der Schulter nehmen und um Goswin legen, wenn die Eiseskälte kommt. Mhm. Ja, übrigens, um euch herum sind auch etliche von den Leuten, die auf der Barrikade waren, unter dem Pfeilhagel natürlich zu Boden gegangen. Und man hört jetzt überall ein Wimmern und auch hinter euch ist jetzt wegen den Feuern, die von den Harpien ausgelöst wurden, einiges in Brand gesteckt worden. Und auch da sind jetzt die Leute heftig am Laufen. Viele davon sind von Pfeilen dann getroffen worden, als sie Wasser bringen wollten. Ja. Was wollte Lothar machen? Also den zu Goswin hechten und ihm den Mantel überwerfen, damit er gleich nicht, wenn es noch kälter wird, anfängt laufen zu erfrieren. Ja. Also er trägt jetzt den Ifrin-Mantel und ignoriert, wenn ich ihm noch kurz die Hand auf die Brust lege, 2 Kältestufen.
Also ihr bekommt alle eine Kältestufe, die ihr das nicht habt. Mhm. Oder die ihr das nicht ignorieren könnt. Ich habe Kälteresistenz. Ja. Hilft das? Es hilft, ja. Ja. Hat Ilva, glaube ich, auch, ne? Lothia auch, ne? Ja, ja. Goswin hat den Mantel. Wir stehen da, Krieger des Nordens, haltet stand! Genau, ja. Also diese Eiswolke schießt über euch hinweg und wieder gehen einige von den Verteidigern damit dadurch zu Boden. Und dann... Kein Yeti. Hm? Während Lothia auf mich zugelaufen kommt, reibe ich mir die Arme einmal so runter und schreie, Defende, Herr Dolore! Mhm. Und reicht aber. Dafür hat das gesteigert. Also der ist davon nicht abhängig. Ah, stimmt. Okay. Goswin, nimm den Mantel! Ja, und dann kommt schon eine zweite Pfeilsalve. Ihr schmeißt euch wieder in Entdeckung, außer Goswin wahrscheinlich. Der hat jetzt eine Kuppel um sich herum, oder? Nee, keine Kuppel. Ich habe einfach jetzt nur unheimlich dicke Haut. Ah, okay. Du hast ein spieltechnisch was gemacht? Ein Armatrutz. Okay. Und zwar Stufe 2. Mhm. Gut, gut. Nach dieser eisigen Wolke brechen Gestalten aus dem Nebel heraus. Teilweise menschlich und langsam laufend. Andere sind die von euch bekannten spinnenartigen und krabbenartigen und etliche anderen Chimären wie vor. Und ganz schnell vorneweg viele auf vier Beinen laufende goblinoide Wesen. Fast wie Hunde. Die Pfeilschützen bei Lothier versuchen, einen Pfeilhagel abzuschießen und erfällen etliche von den Angreifern. Bei den menschlichen Gestalten, die da irgendwie aus der Wolke herauskamen, bleiben die Pfeile einfach nur im Körper stecken und sie laufen weiter. Zombies. Yay! Ja, dann warten wir mal daran, bis der Erste bei uns ankommt, ne? Ja. Definitiv, meine Axt wartet schon. Ja, es dauert nur ein paar Augenblicke, dann sind die Wesenheiten und die Gegner zu euch heran, haben schnell auf irgendeine Weise, weil die Wolke ist halt irgendwie schnell über die Absperrungen rüber. Wie auch immer die das gebrochene Eis überquert haben, so schnell. Die erste Welle, die kommt, sind die goblinoiden Wesen, die gerannt kommen. Viele davon sind schon getötet worden durch die Pfeilsalven. Die ersten brechen aber jetzt in eure Barrikade. Versuchen dann hochzuklettern. Und da die ja so mit dem Affenzahn angerannt kommen, würde ich gerne den Speer quasi schon so bereithalten, um den ersten sofort frontal zu erwischen. Ja. Mhm. Okay. Immer mit Speeren 1 kann da eine Barrikade verteidigen. Mhm. Soll ich mal so eine Attacke machen? Ja, mach. Okay. Stetige die mal. Oh yeah. Ja, perfekt. Mach Schaden. Okay. Was macht denn so? Schöner Erfolg. Nahkampf. Angriff. Also, ich glaube, wenn wir jetzt alle so würfeln, dann gewinnen wir das locker. Beschwör's nicht herauf. Nee, alles klar. Okay, das sind 10 Grundschaden. Vielleicht kriegt er noch zusätzlich dadurch was, dass der irgendwie in vollem Lauf oder so von mir ist alles verdoppelt, aufgespießt, ne? Wird. Das wären dann verdoppelt, also 20 vom Grundschaden. Ja. Der Goswin schwingt seinen Stab. Was? Ich? Nein. Immer noch? Nein. Wir hören dich nicht. Hallo?
Alle anderen Nein. hören mich. Nur ihr nicht. Ihr da draußen, könnt ihr mich hören? Sagt mal was. Oh nein! Die draußen müssten mich hören können, weil ich habe hier einen Ausschlag. Nein. Siehst du, alle anderen können mich hören. Ist das Kabel rausgegangen oder so? Alle anderen können mich hören. Dann liegt es an Sky. Der Meister der Cliffhanger lässt sich jetzt wieder was Neues einfallen. Das macht er einfach den Ton weg, damit er uns noch ein bisschen länger auf die Folter spannen kann. Ah. Okay, Skype, alle anderen hören ihn. Okay. Tja. Das ist jetzt irgendwie seltsam. Merkwürdig. So, jetzt wieder? Ja. Okay. Ehrlich. Mach doch sowas nicht. Machst du nicht so spannend. Okay, ja. Also die... Ich weiß gar nicht, ich weiß, was ich jetzt gesagt habe. Ah ja, die Goswin-Attacke war, ne? Das war dein Stab oder war das ein Speer? Nee, das war mein Bernsteinspeer. Bernsteinspeer. Ja, dann schwingt Goswin diesen Bernstein oder stochert so nach unten und trifft gleich mehrere von den anstürmenden Wesen, die irgendwie anscheinend gar keinen Anstalten machen, sich irgendwie von irgendwas, was da oben spitz ihnen entgegenkommt, irgendwie beeindrucken zu lassen. Und spießt damit irgendwie gleich mehrere hintereinander. Also der untere drückt den anderen nach oben und direkt in den Speer rein, kriegt dann auch noch die Speerspitze extra noch ab und fallen unter dir dann wieder nach unten. Verteidigen. Ja. Ja, jeder von euch kann mal eine Attacke machen, um die erste Welle Ansturm zu handeln. Okay. Goswin hat jetzt gleich mehrere Gegner auf einmal erledigt. Einfach, weil er es kann. Hey. Ja. Ja, ich treffe auch. Ja. Da ist, also die blaue, da ist die Leopardin. Das ist wieder eine 1, einmal bestätigen. Ja, oder doch? Wer weiß, was hat sie für eine Attacke wert? Immer noch eine gelungene Attacke, meine Freunde. Ich hab nicht. Ja, dann mach Schaden. Das ist bestätigt. Oh. Wow! Zwei der glückliche Hammer. Direkt am Anfang. Schön da gegen die Goblinoiden, wo er das später braucht, gegen die starken Gegner, ja, genau. Aber jetzt. Da kommt die Sensen-Axt von oben, so wie bei Game of Thrones an der Mauer. Ach so, wie ist denn das? Jetzt bei verdoppelt oder was ist dann ja, das? Alles verdoppelt. Du würfelst deinen Schaden und tust den verdoppeln. Dann mach ich das doch mal. So, jetzt kommt der Schaden. Achtung. Das sind schon mal 14 mal 2 sind 28. Wie viele Goblets habe ich da jetzt gleichzeitig mit durchgeknallt? 28! Ja. 28 Goblets! Nein, aber... Einige. Silver gibt den Beyblade. Sagen wir so, der Teil deiner dein Barrikadenteil ist völlig gegnerleer. Für den Moment. Ja, gut. Okay. So. Rerion hat auch getroffen, ne? Ja, hat er. Mach mal Schaden. Warte mal. 12. So. 12 gemoppelt. 12 habe ich denn da eingegeben? Du hast 2x plus eingegeben. Okay, Moment. So. Plus 5 sind 10. 10. Ja. Auch Lothir fällt einen der Goblins. Flatsch! Ikayu hat auch getroffen, glaube ich, eben. Ich mach 8. Ja. Ich würde gucken. Quick.
Obwohl, Liska wird wahrscheinlich von oben nicht wirklich über die Barrikade angreifen können. Da muss ich warten, bis wir auf einer freien Fläche sind. Die wird sich wahrscheinlich die vornehmen. So, ist irgendwer über die Barrikade gekommen? Momentan hast du nur Augen für deinen Teil. Du attackierst ja auch. Und da ist keiner drüber. So. Ja, du hast den ja in Schach gehalten gerade mit deinem Attack. Dann bleibt Liska erstmal bei mir. Weil, also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also, das ist ein Schlachtgetümmel. Ne? Also, ihr könnt jetzt, was passiert 50 Meter weiter rechts oder 50 Meter weiter links, das werdet ihr in der Hektik in eurem Kampf wahrscheinlich nicht wirklich mitbekommen. Nee, Liska wird halt auf unserem Teil der Barrikade hin und her laufen und für den Fall, dass irgendwo einer durchbricht, wird sie versuchen, den halt dann zu attackieren. Dann werde ich das jetzt so handeln, dass sie halt hinter uns herläuft. Und wenn wir irgendwann ins freie Feld gehen, dann kommt sie dahin mit. Du kannst so schöne Kopfbisse verteilen. Mhm. Ja. Um euch herum, was ihr wahrnehmen könnt, sind Kampfgeräusche, die ausbrechen, Schreie, die irgendwo herkommen. Ein wildes Gekreische, was irgendwie aus der Wolke kommt, und die Wolke setzt sich trotzdem noch weiter näher. Und die zweite Welle an Goblinoiden versucht, die Mauer hochzuklettern. Darum opfert man immer zuerst die Bauern. Ja, und scheitern irgendwie aber an den Barrikaden. Etliche von den Viechern spießen sich gegenseitig auch irgendwie an den Pfählen auf. Was man aber jetzt schon erkennen kann, ist, dass die unzähligen Goblin-Körper, die da jetzt in der Barrikade hängen, wahrscheinlich gutes Klettermaterial für die sind, die nachkommen. Ja, dann wird Lothir sich von der Barrikade auch aus dem Nahkampf zurückziehen und auf den Bogen wechseln. Mhm. In dem Moment kommt wieder eine Pfeilsalve über den hin. Nein! Einmal wieder ausweichen. Oh Gott. Ausweichen oder verbergen? Ist ein Unterschied. Ja, verbergen. Vor dem Pfeil muss man sich verbergen. Einmal für ausweichen mich. Ausweichen könnte ja alles schlechter, das weiß ich. Ich hab's geschafft. Was macht mein Hund? Schafft's mit 0 über? Der hat aber Talent bei 7. Schaffst du mit. Oh. Voll über, aber gerade so. Gerade so. Ich reiß sie in die Deckung. Sturmkrähe, sowas machen wir jetzt eher einfach mal gar nicht. Es sei denn, irgendeiner will das irgendwie machen. Oh. Aber ich halte dieses scheiß DSA-Kampfsystem für so bescheuert, dass wir das jetzt einfach alles weglassen. Es sei denn, irgendjemand will das unbedingt machen, dann macht das halt. Oh, Pop, von der 20 runtergerollt. Huh. 3 QS. Gerade für so eine Massenschlacht ist das sowas von untauglich. Also. Ja. Stell dir vor, wir machen jetzt jeden einzelnen Gegner mit Attacke und Parade. Dann sind die Helden innerhalb von 3 Kampfrunden tot. Egal, wie gut sie sind. Oder wir spielen noch 4 Sessions. Ja. Und, 40. Und wir spielen noch 4 Sessions, ja. 40. Ja. Alles, also Sturmkrähe, stell dir nur mal vor, jetzt kommen 20 Goblin-Gegner, die greifen alle an. Das heißt, du hast nach dem zweiten schon mal minus 2, minus 4, minus 6 und so weiter. Das heißt, spätestens den 10. kannst du nicht mehr verteidigen. Dann stirbst du innerhalb von 2 Kampfrunden. Du hast keine Chance. Und das ist langweilig. Ja. Man kann bei sowas natürlich pauschal ein bisschen Schaden verteilen irgendwann, aber... Ja. Weil es ist natürlich so, du kannst nicht alles immer parieren. Das ist halt auch so ein Ding. Aber darum ist ja auch, Massengefechte soll man ja auch nicht in der Würfelorgie abhändeln. Das sagen sie ja sogar. Jo. Deswegen machen wir das alles ein bisschen freier. Mhm. So. Ich pack Liska am Nackenfell und reiß sie zu mir in die Deckung. Gerade noch so, bevor halt ein Pfeil Zentimeter von dem Ort, wo sie gerade gestanden hat, einschlägt. Ist so eine Kerbe ins Ohr gerissen oder so. Ja, um euch herum fallen wieder etliche. Ihr seht zwei Yetis von der Brüstung fallen nach vorne. Gespiekt mit einigen Pfeilen. Ja, und hinter euch schlagen wieder irgendwie Explosivgeschosse ein. Irgendwie Lothir hat sich gerade in Deckung geschmissen, als neben ihm eine abgeschossene Harpie in die Brüstung einschlägt und so den Teil seiner Deckung wegreißt.
Und die ist noch nicht ganz tot und schlägt noch so um sich. Und Lothar kann noch einmal so irgendwie so in den Rest geben. Und dann siehst du das Brandgeschoss, was sie zwischen den Klauen hatte, mit der Lunte, die langsam. Deko! Einmal ein Körperbeherrschungsprobe. Ich glaube, mit sowas ist dieses Chaos viel besser darstellbar als mit Attacke Parade. Drei QS. Drei QS, ja. Das Tier springt von der Brüstung herunter und der Brandsatz setzt den Teil, wo eben Lothar stand, in Brand. Und alle anderen machen mal Sinnesschärfe. Es wird warm! Oh, da kommt die Würfelorgie. Yay, Würfelorgie. So Sturmkrähe, da ist sie. Alle geschafft, nehme ich an. Ne? Also der Punkt, wo Lothar sich eben noch in Deckung geschmissen hat, ist jetzt in Brand gesteckt. Aber ihr könnt Lothar noch irgendwie unterhalb der Brüstung noch laufen sehen. Im ersten Augenblick habt ihr gedacht, so scheiße, jetzt ist er weg, aber... So. Ah. So. Und warm, 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 und warm. Ihr könnt die nächste... Die nächste. Entschuldigung, ich habe die nicht geschafft. Was passiert jetzt? Dann denkst du gerade, also du siehst Lothar nicht mehr. Also da, wo der eben noch stand, ist jetzt Feuer. Das heißt, der ist wahrscheinlich irgendwie jetzt in Brand gesteckt oder so. Okay. So, ist das mit den Würfeln nicht geschafft? Ich habe das mit den Würfeln nicht geschafft. Da kommt Klugheit drin vor. Okay, ja, gut. Ja. Ja, Nordkrieger und Klugheit. Ja, also Eva, Lothar hat es wahrscheinlich erwischt. Ich fluche, diese Flüche habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber dann lernt ihr heute was dazu. Ich kann kein Fjarningerisch. Ja, vielleicht ist das besser. Wobei man ja in fremden Sprachen immer schnell auch gerne mal zuerst die Flüche lernt, nicht wahr? Und die Schimpfwörter. Du hast auch gar nicht groß Zeit, über zu überlegen. Du hast zwar die erste Welle auf deiner Seite total weggefercht, aber die sind schon... Isländische Flüche müssen echt geil sein. Für Fluchen reicht es immer und das macht mich wütend. Smurderbrot! So, das. Ja, okay. Dann gehen wir den nächsten aufs Maul. Mach das. Wer will zuerst? Wir sollten Inni würfeln. Wer will noch mal, wer hat noch nicht... Einfach der Reihe nach, wie eben auch Goswin fing an. Ich glaube, hier kommt es echt nicht auf die Inni an. Nee. Das ist nur praktisch für eine Reihenfolge. Ich mache auch keine Verteidigungswürfe. Goswin ist ja so, der ist gut Himmelslichtträger dabei. Und so, ne? Battle Mage. Mach Schaden. Mhm. Verwandlungsmagie ist nur die Tarnkappe für die Schule. Ja, 9. 9, ja. Ja, du stocherst wieder mit dem Bernsteinspeer nach unten. Diesmal ist es dir nicht so gut gelungen wie eben. Diesmal schieben sich einige von den Viechern noch mit nach oben. Aber einen von den Angreifern kannst du aufspießen. Ilva. Autsch. Die armen Goblins. Also, das sind ja keine Goblins, das sind Goblinoide. Kleine dunkle Mistviecher. Das sind 14, ja. Einmal die Axtsense durchtrennt mehrere Gliedmaßen von anstürmenden goblinoiden Wesen und du hältst deinen Punkt sauber. Ikayu. Okay, einmal für mich. Nein! Versuch's. Einmal für meinen Hund. Von der 1 runtergerollt. Ach, schade. Nein! Kommt durch. Ja, auf Ikaios Seite brechen 3 von diesen Goblins über die Brüstung.
Lothir kann noch was machen. Sehe ich ihren Teil der Brüstung oder habe ich gerade ein eigenes Problem? Du hast ja noch deinen Teil der Brüstung. Okay. Den du verteidigen musst. Gut. Er ist zwar gerade in Brand gesteckt, aber kannst natürlich ja, sein lassen und zu Ikayu laufen. Das ist ja, das ist dann aber blöd. Dann kommen sie ja von da. Ja. Treffer. Mhm. Schauen. Oh, ich gebe immer das Falsche ein. Egal, es sind 10. Ja. Dann wirst du noch eine Harpie vom Himmel fliegen, schießen. Genau, richtig. Ja, und die Gegner. Horde. Ich mache die jetzt mal getrennt. Einmal die, die schon über der Brüstung rüber sind. Bei IKU. Bei Goswin sind ja auch schon welche rüber. Ah, guck mal. Die greifen nach euch. Und parieren. Was ist denn meine Parade? Moment, ich habe ja mein Speer irgendwo. Ach, dies. Okay. Schauen wir mal. Ich pariere! Hey! Aber Goswin glaube ich nicht, ne? Nope. Ja. Hä, ich war gerade abgelenkt. Muss ich auch einen Paradewurf würfeln? Nee, bei dir ist ja keiner rübergekommen. Nee, okay. An Goswin zerren sie und versuchen ihm 6 Trefferpunkte beizubringen. Dass meine Haut äußerst dick ist. Ja, gut, dass du das gezaubert hast. Ne? So, jetzt noch die also einmal die und bei Lothir da durchs Feuer müssen und einmal die bei Ilva durch die Axt müssen. Goblins, die durchs Feuer gehen. Mhm. Ah, guck mal. Gehen sie auch hin. Burning Man. Quetschen sich einige an den Axtschwüngen vorbei und einige laufen wirklich, ohne das Feuer zu beachten, wirklich brennend dann über die Barrikade. Das muss man ihnen lassen. Stecken dabei natürlich alles mögliche andere auch noch mit in Brand, wo sie vorbeilaufen. Das muss man ihnen lassen. Lothir steht unten, hat einen guten Blick. Du siehst, dass bei Goswin und Ikayo die Wesen durchgebrochen sind. Und bei Ilva, die hat sie gerade noch so im Griff. Obwohl die auch schon auf der obersten Kante jetzt sind. Und halt aber die an dem Ding sind sie halt auch durchgebrochen. Halt brennt und laufen jetzt in alle möglichen Richtungen. Mal stecken alles in Brand. Ja, schön. Läuft. Ja. Nächste Welle. Goswin. Ja, hey. Trifft, macht Schaden. 9. Schaffst es, die beiden, die da oben nach oben geklettert sind, die dich behakt haben, wieder über die Brüstung zu schmeißen. Und dann, sind die schon mal wieder weg. Ilva. Ich bin doch doof. Ja. Drift macht Schaden. Yay. Autsch. Ilvas Brüstungshälfte ist sicher. Jo. Jo, ich hab's irgendwie mit 14. Flatsch. 14 Schaden. Immerhin keine 13 Schaden. Ja. Ja. Ilva hält ihren Teil sauber da. Ja. Lothir. Da. Auf was schießt denn du? Auf Harpien oder auf Sachen, die da durchgebrochen sind? Da die Harpien die angeschossen haben, sind die aktuell vermutlich tatsächlich noch gefährlicher. Mhm. Also würde ich auf die zielen. Ich treffe. Ach, Schaden. Ich habe übrigens gerade zu wenig Schaden gemacht, weil ich ja den Bogen nehme, aber egal. Das ist ja eh gestorben. Ja. Ist mir gerade so aufgefallen. Toter als tot geht nicht.
Das ist wohl korrekt so. So. 10, zack. 10 reicht, um noch eine Harpie vom Himmel zu holen. Da sind inzwischen kaum noch welche zu sehen. Ich habe meine Jungs gut ausgebildet. Ja, apropos deine Jungs, mach mal eine Sinnesschärfeprobe. Ich hätte es nicht so laut sagen sollen. 2. Ja, du siehst kaum noch Pfeile von deinem Standpunkt aus abschießt, dass kaum noch Pfeile abgeschossen werden. Das ist schlecht. Ikai. Ja. Da sind Goblins um den, die nach dir schnappen. Einmal ich. Tatsächlich treffe ich mit 15 mit meinem Speer. Ja, mach Schaden. Okay. 9. Gut, dass sie 9. alle ihre Kampftalente gesteigert haben. Von meinem Speer. Und jetzt darf noch mal Liska hinterher. Die trifft mit ihrem Biss. Mit der 13. Auch Schaden machen. Der Goblin kann versuchen, sich zu verteidigen, wenn er möchte. Nee, mach mal. Okay, dann würde sie sich auch in ihm verbeißen, vorausgesetzt, er stirbt jetzt nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für einen Lunch. Sie macht nochmal 4 Schaden hinterher, also insgesamt 13. Mhm. Ha, da ist sie wieder, die 13. Der Name ist mit mir. Der Namenlose ist mit mir. Verdammt. Ja, dann sind wir noch mal. Oh, das wird noch ein Nachspiel. Ja, du drängst sie auch wieder zurück. Das heißt, jetzt ist gerade bei Lothir sind sie durchgebrochen. Bei Ikayu und Goswin haben ihre wieder zurückgedrängt. Und Ilva hält ihren Abschnitt ja sicher. Das heißt, ich habe nur Leute, die nach oben streben. Oh, perfekt. Ja, die sind leider oben jetzt alle. Nächste Runde sind sie alle da. Sind schon wieder Goblinoide, oder? Mhm, noch. Ja, genau, Wille. Noch. Da unten, wenn du jetzt runter guckst, an denen vorbei, wenn du dafür Zeit hast, dann siehst du unten jetzt Zombies anwatscheln. Yippie-yay. Schweinebacke. Aber wenn du dich herumschaust, du siehst, dass die also viele tote goblinoide Wesen, aber die, wie gesagt, die einige jetzt, die letzte Welle hat auch deine Verteidigung hier überwunden. Irgendwo so ein brennender, schreiender Goblin läuft hinter dir her. So. Genau. Fällt dann auch irgendwie hin und ist dann tot, so, aber es hat halt alles mögliche in Brand gesteckt unterwegs. Ilva, mach mal eine Kriegskunstprobe. Oh Gott. 1. Das wäre schön. Die ist doch nur dazu da, um abzuschätzen, wie sehr am Arsch wir sind. Ilva hat da gar keinen Blick für. Das kann ich nicht erkennen. Sorry. Ja. Die rennen da halt und da rennen die, aber pfff. Goswin, willst du weiterkämpfen und auf Gefahr laufen, dass du umzingelt wirst da oben und niedergeronnt wirst von dem, was nachstrebt? Oder willst du versuchen, die Leute zurückzudrängen? Er hilft ja nichts, umzingelt werden ist scheiße. Flucht. Rückzug. Also, muss ich wahrscheinlich das Kommando zum Zurückziehen geben, ne? Wenn du die Kommandogewalt hast, ja. Und sonst macht das einfach. Ich rufe einfach in die irgendwo hin. Wir müssen uns zurückziehen! Bei Lothir sind sie durch! Macht Ilva das auch? Wenn ich den Ruf höre,
Der Goswin ist ja schlau, der wird schon wissen, was er sagt. Ne, ich wiederhole das, schrei das nur mal ein bisschen lauter und ziehe mich dann tatsächlich ein bisschen zurück, ja. In dem Moment kracht neben Ilva kein Geschoss, sondern irgendwie eine Klaue in die Bresche. Und ein dieser Krabbendinger krallt sich so nach oben. In der einen Hand den großen Hammer und mit der anderen Hand sich nach oben ziehend. Hallo. Okay, das würde ich ausnutzen. Solange der sich noch mit einer Klaue festhält, würde ich noch versuchen, den zu attackieren. Ja, mach mal. Die günstige Gelegenheit kommt mir so schnell nicht wieder. Attacke. Hast du auch kurz die 20 gesehen? Ja. Mach Schaden. Ich auch. 19 Schaden. Aber 19 Schaden. Perfekt. Muss man halt gucken, wie viel Rüstungsschutz die hat. Ja, aber das dürfte den zumindest ein bisschen am Bauch kitzeln. Ja, das hat dem ordentlich wehgetan. Mit ein bisschen Glück ist die Krabbenhand jetzt ab. Ja, in der Tat. Gibt's Surimi heute Abend? Du schlägst dieser Krabbe die eine Hand, mit der er sich festhält, ab und der kippt so nach hinten weg. Dadurch kann ihm bitte sein Hammer ins Gesicht fallen? Dadurch sind die Goblins natürlich jetzt alle drin. So, Ikaju? Ja, ich bin ja schon unten. Aber ich nehme an, ich ziehe mich auch zurück und würde halt die Gegner, die mir noch dabei in den Weg kommen, angreifen. Mhm. Ja. Aber, ja, doch, ja, so. Ja. Ja. Mach ich so? Kann man mal machen. Das sind 8 von mir. Gucken wir mal, ob Liska noch was dazu beisteuert. Liska steuert auch was dazu bei. Der Hund liebt mich und wird mich verteidigen bis zum letzten Ende. Bist du mit das sind 12 insgesamt von uns beiden. Ein Speer in den Bauch und ein Hund an den Hals. Goblins. Ja. Ikaio kämpft wie eine wahre Nordfrau. Ich kämpfe wie eine Wölfin. Ich knurr die auch an. Ist mir egal. Not hier. Ja. Da war doch ein Rückzugsruf, ne? Ja, dann würde ich denen mal Folge leisten und dann quasi Deckungsfeuer geben. Wenn ich halt, ich war ja so ein bisschen auf dem Weg zu meinen Leuten, aber ich verstärke den Ruf dann nochmal so: Rückzug! Und dann würde ich halt gucken, wenn jemand rennt und verfolgt wird, dass ich da halt drauf schieße, damit noch ein paar zumindest noch mit in Sicherheit kommen können. Gut. Dann mach noch mal einen Schuss. Ich würde mir jetzt im Laufen dann eine Erschwerung von 4 geben, wenn ich beim Laufen schießen will. Nehme ich. Und damit treffe ich noch genau. Ja, mach Schaden. So. Dreizehn. Im Rennen. 13. Ja, er fällt. Da hat er wieder das Maschinengewehr ausgepackt. Ja, also bis auf... Ilva hatte sich ja auch mit zurückgezogen, dann, nachdem sie den Krabberich den Arm abgeschlagen hatte, ne? Ich dachte, die Gelegenheit, dass er sich mit einer Hand festhält und ein bisschen nicht ganz so... Die kriegst du so schnell nicht wieder. Das musste ich jetzt nutzen, aber jetzt beziehe ich mich auch mit zurück. Schön wäre es gewesen, Handabschlag den Hammer nehmen. Da du ja die Goblins ignoriert hast, die um dich rum waren, attackieren die dich jetzt nochmal. Bitte dann. Ja. Treffen. Das kann ich jetzt nicht mehr parieren, ne? Oder wohl? Parieren doch, ja. Das ist halt jetzt das Rückzugsgefecht. Nö, nicht pariert. 3 Goblins. Ahala. Peaks, Peaks und Peaks.
Insgesamt ja, 15. Da geht aber dreimal dein Rüstungsschutz von weg. Mhm. Okay. Stimmt, die hatten ja relativ kleine Waffen. Zum Glück. Krallen. Ja, genau. Zum Glück. Aber ich denke mal, mit wie viel Schaden kommt er noch durch? 6. Noch 6 Schaden durch. Dann werdet ihr sehen, halt, wenn ihr weglauft, dass Ilva halt einmal dem Krabberich so den Arm abgeschlagen hat, der so wegkippt und sich dann von allen Seiten Goblins auf Ilva draufstürzen, so an ihr dranhängen und sich irgendwie in die Schulter verbeißen und sie dann mit diesen Viechern halt so zurücktorkeln. Rückzug! So, ja, die anderen hatten ja ihre verteidigt. Ja. Mach ich mal noch eine Welle. Also die, ob die hochlaufen. Jetzt macht er wieder die Welle. Ja, mal gucken. Der Wall ist genommen, würde ich es behaupten. Ja, die Masse macht's, ne? In der Tat. Ja. Goswin ist wieder dran. Zurücklaufen. Wo willst du überhaupt hin? Naja, also wir hatten ja gesagt, wir wollen eigentlich gucken, dass wir Richtung Effa-Tempel kommen. Ne? Und wir hatten ja mit Sicherheit auch nicht nur eine Barrikade aufgebaut, oder? Wir hatten ja, wir hatten Mann, mehrere. Ja, ja. So in den Gassen immer so in Kämpfe verwickeln. Mhm. Das heißt im Prinzip auf hinter die nächste Barrikade. Mhm. Auf Richtung Tempel. Da wartet die Verstärkung. Also wahrscheinlich steht die nächste Barrikade nur irgendwie 10 Schritt dahinter oder so, dass man schnell halt von einer Barrikade zur nächsten wechseln kann. Goswin läuft dann zurück und macht mal eine Sinnesschärfenprobe. Über diese Dinge, die gleichzeitig passieren. 2 Qualitätsstufen. Dann siehst du, wie ein heller Lichtblitz durch die Dunkelheit zischt. Und kurzzeitig die Gasse, durch die du durchläufst, zur nächsten Barrikade erleuchtet. Aber der kam halt von ganz woanders, aber es hat komplett den Himmel erleuchtet, so. Ganz woanders? Also, das heißt, ich weiß auch gar nicht von wo, oder kann ich abschätzen, von aus dem Ort oder von aus Dafür dem Ort? Dafür sind mir die 2 zu wenig, dass du das genau einschätzen kannst. Mit ein bisschen Glück war es Quenya. Mit heiligem Licht. Ja, oder eine der anderen ausgehalten. Ja. Vielleicht ein Donnerkeil. Zerschmetternder Bandstrahl. Ilva, was machst du mit den 3 Viechern, die an dir dranhängen? Ja, abschütteln. Ich versuche, die abzuschütteln und am besten irgendwie so, dass ich die mit Schmackes auf den Boden werfe und eventuell nochmal nachtrete oder irgendwie so, dass ich dann irgendwie versuche, wie so ein Geschmeiß, das irgendwie von mir runterzukriegen. Mhm. Wenn du an der Schulter hast, da ist eine Häuserwand, rums. Einfach. Ja, so, ne? Irgendwie mit Bam und irgendwie rums und den runterschmeiß und dann so. Irgendwie. Das Haus muss eh renoviert werden, nimm Goblin. Bam, schmier den ein bisschen an die Wand hier. Jawohl. Prima. Schaden? Achso, das wäre dann aber jetzt eher eine Raufenattacke, ja, ne? Ja, genau. Oder was ist das dann? Mhm. Genau. Ja. Das haben wir trotzdem geschafft dann mit dem Wert. Genau. Aber was habe ich denn bei Raufen habe ich jetzt natürlich hier nicht. Was ist denn dann der Schaden? Kann ich dir sofort sagen, ist normalerweise 1W6. Normalerweise 1W6. Das habe ich mir nämlich nicht rausgeschrieben. Ich habe das hier für meine ganzen Waffen alle stehen, aber... Ja, ganz toll. Ja. Okay. 1. Das kitzelt. Warte. Waffenlos geht über Körperkraft bei dir. Ja. Du hast Körperkraft was? Ich habe Körperkraft 17. Müsste dann 1W6 plus 3 sein. Also 4. 1W6 plus 3, also 4. Okay. Ja. Gut, beschreibe ich gleich. Lothier, du hast... Das fasst so viel Schaden wie ein Speer mit der Faust. Ja.
Lothir, du hast mehrere Möglichkeiten. Wenn du jetzt, bist ja erstes von der Barrikade runter, du hast so ein bisschen über, also du siehst diesen Lichtblitz. Mhm. Kannst auch nicht genau einschätzen, woher der kommt. Das sind doch zu viel gleichzeitig. Ja, du siehst halt, dass etliche Leute halt in Brand gesteckt wurden durch diese laufenden Goblins, die inzwischen aber alle verendet sind. Teilweise Truppen von euch den Rückweg abgeschnitten haben, dadurch, dass jetzt da Feuer ist, die sich nicht mehr zurückziehen können. Du siehst, dass Ilva Probleme hat, die gerade bedrängt ist. Du könntest Ilva helfen. Du könntest an dem Teil der Barrikade irgendwie eine große, eine Gestalt, die sich da gerade hochzieht, beschießen. Du könntest Ikayo helfen, die auch gerade bedrängt wird von Goblins, aber sich ganz gut schlägt gerade. Oder du kannst gar nichts machen und dich genau richtig jetzt zurückziehen und dann nochmal verbunkern. Da ich tippe, dass diese große Gestalt eine Chimäre ist, würde ich lieber versuchen, die abzulenken, bevor die Barrikade komplett einfach durchreißt. Mhm. Und das ist ein Spinnvieh, ist einfach drüber krabbelnd. Mhm. Ja, mach mal. Dann bleibe ich dafür auch stehen. Das Wesen. Damit ich besser zielen kann. Würde treffen. Mhm. Mach Schaden. Jawohl. 10. Die Silhouette, die dunkle Silhouette kippt hinter der Barrikade wieder weg. Okay. Dann würde ich aber ein Stück genau mit dem Einschlag deines Pfeils, du siehst die halt so kippen, und als sie verschwindet, gibt es eine wuchtige Explosion irgendwo im Osten von dir. Und du siehst da, du hast dann halt Geschrei und du siehst halt richtige Steinbrocken, wie die dann halt runterrieseln. Ups. Ikayo ist dran. Hat das gerade auch alles mitgekriegt, natürlich. Von dem Blitz angefangen bis Ilva, die da Probleme hat. Liska, hilf! Ich schicke erstmal Liska los, die soll Ilva helfen. Mhm. Und einen der Goblins anspringen, die auf ihrem Rücken hängen. Die würde auch treffen. Hoffen wir mal, dass sie was dazu beisteuern kann. D6. Würde sich mit 6 Schaden in dem Goblin-Viech verbeißen, was ich in Ilva verbeißen habe. Mhm. Und jetzt versuche ich mich mal, meine Angreifer zu erwehren. Nein. Ach. Wie viele Goblins stehen um mich rum? 3. Ich möchte das shippen. Ja. Doch nur kurz mal ausgerutscht. Ja. Wie gut, dass ich glücklich bin. 1d6. So. Ich mache 9. Mhm. Dringst die dann zumindest wieder weg von dir. Ja, und Liska springt los und... Ja. Fassen wir diese Runde zusammen. Ihr könnt euch zurückziehen hinter die nächste Barrikade. Seht, wie die erste Barrikade gefallen ist. Schwankende Leiber von Zombies sich durch die zwischen dann geöffneten Barrikadenreste durchschieben, wie sich große Chimären darüber bewegen. Und... um euch herum das Schlachtgetümmel hört immer noch irgendwie wie Schwerter auf Schwerter treffen. Die große Explosion habt ihr gehört. Wenn ihr euch umsteht, könnt ihr irgendwie sehen, wie Leute versuchen, Feuer zu löschen. Ein großes Schlachtenchaos um euch herum. Und da ich gerade gehört habe, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben, müssen wir hier nochmal cutten und beim nächsten Mal weiterspielen. Wie ich es mir dachte. Mhm. Tja. Sobald es an Kämpfe geht, wird es zwei Abende beschäftigt. Ja. Ja, wie gesagt, schon bei den Chimären. Wenn man das Ganze jetzt noch ganz genau nach Kampfregeln von DSA spielt, wird es noch fieser. Dann sitzen wir hier noch in 3 Monaten oder so.
Aber wir hatten ja auch die tolle Ansprache und alles, ne? Das ist natürlich, das ist wichtig. Also ihr seid erstmal überrannt worden, zumindest die ersten Verteidigungswelle sind überrannt worden, aber ihr habt dem Gegner böse Schaden zugefügt, das möchte ich auch mal erwähnen, also das war nicht ohne. Und habt euch teuer... Und Harpien sind fast weg. Ja, habt euch teuer verkauft, ja. Und meine Jungs sind vermutlich fast alle hinüber. Toll. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie die Helden mit den Elite-Truppen des Gegners umgehen. Hey! Nicht mit dem Kanonenfutter. Hey! So, ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt oder dass ihr da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wir haben arbeitende Bevölkerung bei den Spielern drunter, die müssen morgen früh raus. Und wir müssen ja auch noch schauen, dass wir irgendwie eine Aftershow ein bisschen eingespielt bekommen. Ist eine Neuerung, also wenn ihr das noch nicht wisst, es gibt inzwischen ein Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. Schreibe ich mal eben in den Chat, dass ihr den Link nochmal habt. Falls ihr das auf YouTube guckt, könnt ihr das auch unten in der Videobeschreibung sehen. Wenn ihr da drauf gebt, könnt ihr schauen, was es da alles Tolles gibt. Unter anderem gibt es auch die Möglichkeit, eine Aftershow zu schauen, eine kurze Talkrunde nach jedem Stream, wo wir den Stream ein bisschen rekapitulieren. Dauert nicht lange, so 10, 15, 20, 30 Minuten, nachdem wie viel wir Lust haben zu reden und wie viel Zeit wir haben. Aber ja, ein bisschen OT-Talk. Falls euch das interessiert, schaut da vorbei. Gibt's dann, sobald es möglich ist, da zu sehen. Genau. Und ja. Für heute sind wir dann mit klingender Nacht am Ende. Dann geht es in die Schlacht Teil 2 wenn alles klappt, in 2 Wochen, oder? Spricht da was gegen? Das wäre der 9. 9., wenn ich das richtig sehe. Der 9., genau. Ja. Ja. Also die ganze Runde ist noch nicht ganz am Ende. Ja. Wahrscheinlich bekämpfen wir dann die Elite-Truppen und stehen dann vorm Ende vom Dämon. Und dann gibt es Schlacht Teil 3. Schauen wir mal. Dämon. Dämon-Gekloppe. Wenn wir dann noch leben. Ja. Also wenn ihr Spaß daran habt, schaltet ihr dann wieder ein. Oder ihr guckt morgen beim Pölle rein, ne? Genau, denn 2 Leute aus diesem Stream, und zwar die Leopardin und ich, werden uns morgen in den richtigen Süden wagen. Ja. Nämlich, ja, auch nicht so richtig super südlich, aber ins liebliche Feld. Und dort wird Elysia Abalista, auch eine Halbelfin, allerdings eine Nandusgeweihte, ein Abenteuer erleben im Vorgriff auf die Bobberath-Kampagne. Ganz anderer Charakter. Völlig andere Type. Müssen wir mal gucken, wie ich morgen den Switch hinkriege. Aber dazwischen können wir ja nochmal schlafen. Das kriegen wir hin. Das kriegst du schon hin, ja. Ja, dann habe ich direkt auch schon abgehakt, wo Pölle und Leopardin das nächste Mal zu sehen sind. Wo ist denn der Rerion das nächste Mal zu sehen? Ich glaube, auf jeden Fall demnächst nochmal bei Vampire. Mhm. Wo ich ja, ich meine, es war sogar am oder? Genau, ja. Genau. Montag ist der 30. Genau, da geht die Transsilvanischen Chroniken weiter. Genau, da könnt ihr dann gerne reingucken in der beliebten VR, ne? Hat sich schon mittlerweile ja durchgesetzt. Ich bin gespannt. Da hier findet ihr den Rerion gerade kurz verlinkt, wenn ihr es auf YouTube schaut. Aber bei dem Pölle gibt es ein I, da ist es auch verlinkt. Da finden die Jungkainiten einige komische Sachen. Ja, schaut mal rein. Ja, ich muss aber kurz den Pölle auch noch verlinken. Warte mal. Mhm. Das funktioniert jetzt. Ja, so. Und wo findet man Feder das nächste Mal? Am Samstag auf dem Kanal von Katze und Wolf, wo ich ein Krask-Weibchen spiele, die außerdem eine blinde Nekromantenhexe ist. Wie das alles zusammenpasst und ob das funktioniert. Ja, das tut es und es ist sehr geil. Kann man dann da wieder beobachten. Mhm.
was die gute Circes Chakmul mit ihren beiden Kumpanen anstellt. Und wenn alles klappt, sieht man mich am Samstag darauf mit meinen Wechselbägern. Das hängt alles noch so ein bisschen von dem Dienstplan ab. Aber wenn alles klappt, gibt es da den fünften Teil der Red Huntress, des Red Huntress-Abenteuers, wo sich meine Wechselbälger dafür entschieden haben, einen Magier zu suchen, was jetzt nicht so die typische Entscheidung für eine Fee ist. Sind wir mal gespannt. Schaut da mal rein bei Feder. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass wir noch nicht am Ende sind, weil ich mag diese Runde. Ich auch. Ja. Ich auch. Ja. Ja, für alles Weitere sehen wir uns gleich in der Aftershow. Ja. Wünsche euch eine schöne Nacht. Kommt gut in den Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.